Ja, ihr Lieben, ich grüße euch alle hier bei uns im LLB Lotusblüte, heute im TV und im Radio. Wir haben hier zu uns ins Studio Ulmen unseren lieben Schamanen Reinhard Stengel eingeladen, den ich jetzt ganz herzlich begrüße. Reinhard, du warst im März schon hier und da hatten wir schon eine wunderbare Sendung und heute wieder mal mit einem ganz neuen Thema. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich bin gespannt, was dieser Abend wieder bringt. Vor allem freue ich mich auch drauf, wenn ich wieder diese Live-Anrufe habe von den Leuten und auf die Fragen, die sie mir stellen werden. Und sonst freue ich mich auch auf deine Fragen, die du mir stellst, damit ich dir beantworten kann, was ich so tue, was ich so mache, wie mein Weg ist. Und ich freue mich auf dieses Gespräch und auf diesen Abend. Ich kann nur sagen, ich freue mich auch. Lieber Reinhard, du kommst heute, Ulmen, wohnst ja ganz woanders, du kommst heute aus Bonn, Bad Godesberg, ist das richtig? Richtig, ja. Dort hast du ein Seminar. Wir haben jetzt an diesem Wochenende dort ein Zweitagesseminar. In diesem Zweitagesseminar zeigen wir einen Querschnitt aus meiner Schule. Das heißt, ich berichte diesen Teilnehmern an diesem Seminar, was man bei mir in der Schule alles an Erfahrungen mitnehmen kann, was man lernen kann, die Hintergründe von der Seelenkommunikation, was ja mein Thema ist, ja. Die Seelenkommunikation, weil ich der Meinung bin, und das durfte ich von vielen Schamanen auf der Welt erfahren, dass alles, was an Unpässlichkeiten geschieht bei uns Menschen, einen seelischen Hintergrund hat. Und wir sagen ja im Schamanismus nicht die Krankheit, sondern wir sagen Unpässlichkeit. Mhm. Und jede Unpässlichkeit geht in die Lösung, so wie man den seelischen Hintergrund anspricht und den seelischen Hintergrund an sich diese Blockade auflöst. Und das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, dass ich allen Menschen, die ein körperliches Leiden haben oder ein seelisches Leiden, meine Technik weitergeben kann, wie man in Sekundenschnelle sowas erkennen kann. Das Seelenkommunikation mit dem Körper. Ja. Und da ja der Körper nicht sprechen kann und die Seele nicht sprechen kann, zeigt sie es über den Körper. Genau. Und hier kann man das in Sekundenschnelle sehen über die Finger. Mhm. Und man sieht es in Sekundenschnelle über die Haut. Mhm. Und natürlich auch über die Fußstellung. Mhm. Und das ist das, was ich den Leuten in diesen zwei Tagen beibringen möchte und zeigen möchte und natürlich noch viele, viele, viele andere Sachen. Und wie kann man sich das so in etwa vorstellen, Reinhard, wenn du, ich bin auf deinem Seminar und du sagst immer, die Seelenkommunikation über die Hände, über die Haut, als auch über die Fußstellung. Was machst du da mit mir dann? Ja, wenn ich zuerst schaue, da ich ja kein Arzt bin und keine Diagnosen stelle, kommt der Patient zu mir, sagt mir seine Unpässlichkeit und ich schaue nach aufgrund von den Fingern, die Finger sprechen mit mir. Mhm. Ich kann aufgrund von der Stellung der Finger, der Krümmung der Finger, kann ich erkennen, wo der seelische Hintergrund dieser Verletzung sitzt. Und in der Sekunde, wo wir diese Verletzung, den seelischen Hintergrund ansprechen, die Ursache, beginnt bereits der Körper sich in die Heilung zu begeben. Man muss sich das etwas so vorstellen, wenn jemand ein Magen-Darm-Problem hat, dann ist diese Person, der seelische Hintergrund, dass diese Person ihre Themen schluckt und nicht spricht. Ah, aber ja. Warum schluckt man so vieles? Wenn man in der Kindheit zum Beispiel immer wieder gesagt bekommt, sei ruhig, lass es sein, der Papa will schlafen, du darfst es nicht sagen. Was denken die Leute, wenn du das sagst? Dort sitzt der seelische Hintergrund, dass man später nicht in der Lage ist zu sprechen, was man denkt, was man fühlt. Man schluckt es und je mehr du schluckst, desto mehr kriegst du Probleme in deinem Darmbereich.
Und so gibt es für alle Themen immer einen seelischen Hintergrund. Und wir sagen im Schamanismus, die seelischen Hintergründe werden zum großen Teil gesteuert durch das Unterbewusstsein. Mhm. Und wir haben im Unterbewusstsein verschiedene Bereiche. Wir sagen dazu einmal das Vertrautheitsgedächtnis. Das Vertrautheitsgedächtnis, das setzt sich zusammen, alles, was du ab dem Zeitpunkt der Geburt, und die Geburt im Schamanismus ist dann, wenn die Eizelle und die Samenzelle aufeinandertreffen, dann kommt der Seelenstrahl dazu, sprich, hier ist die eigentliche Geburt. Alles, was ab diesem Moment in deinem Unterbewusstsein geschieht, im Energiefeld der Mutter, im Energiefeld der Familie, auch dem Vater oder der Geschwister, das steuert später dein Leben. Und man nennt es dieses Vertrautheitsgedächtnis. Mhm. Und dann kommt noch das schattenhafte Unterbewusstsein. Das schattenhafte Unterbewusstsein, das sind Erinnerungen aus deinem unmittelbaren Leben, aus deinem letzten Leben. Ah, ja. Und dann haben wir noch das Zellgedächtnis. Mhm. Und bei dem Zellgedächtnis, das sind Erinnerungen, die deine Seele mitbringt aus allen früheren Inkarnationen. Mhm. Und diese drei zusammen, das Vertrautheitsgedächtnis, das schattenhafte Unterbewusstsein und das Zellgedächtnis, das ist dein Unterbewusstsein und das steuert dich. Und alle diese Verletzungen, die dort deine Seele verletzt haben, die sind später für deine Unpässlichkeiten in die Verantwortung zu ziehen. Ah, ja. Und kann man diese Blockaden lösen, diese Verletzungen deiner Seele, in der Sekunde begibt sich deine Unpässlichkeit in die Heilung. Mhm. Ist irgendwo einleuchtend, auch für den Kopf. Ja, das ist natürlich immer sehr schwierig, das zu verstehen, wenn man plötzlich mit Leuten spricht, die von dieser Materie noch nie etwas gehört haben, die sich komplett der Schulmedizin verschrieben haben. Da wird es natürlich schwierig, den Leuten das so zu erklären und auch so darzustellen. Das kann ich mir aber vorstellen, ja. Ich will dir mal ein Beispiel versuchen zu erklären. Wenn eine Allergie entsteht, durch ein Schockerlebnis, sagen wir. Ja. Ein Schockerlebnis, und da kommt es vollkommen egal, was du für eine Allergie hast. Spielt keine Rolle. Ich versuche dir das mal an einem Beispiel der Erdbeerallergie zu sagen. Du isst im Moment gerade eine Erdbeere. Oder du schaust dir im Fernsehen einen Film an über Erdbeeren. Oder du liest ein Buch über Erdbeeren. In dem Moment geschieht in deinem Umfeld irgendetwas, was bei dir einen Schock auslöst. Der Himmel fällt auf die Erde. Flugzeug stürzt ab. Ja. Oder zwei Autos fahren aufeinander. Oder so banale Geschichten wie zum Beispiel in deiner Küche fällt ein Regal runter. Auch das kann einen Schock auslösen bei dir. Und jedes Mal, wenn du jetzt irgendeine Erdbeere isst oder was mit Erdbeeren, wie ein Erdbeereis oder irgendetwas mit Erdbeeren, wirst du im Unterbewusstsein an dieses Schockerlebnis erinnert. Und so entstehen allergische Reaktionen. Ja. Und jedes, egal was für eine Allergie, kann man in der Sekunde auflösen, indem man dieses Schockerlebnis löscht. Dadurch verschwinden die Allergien. Dabei spielt es keine Rolle, was für eine Allergie. Die Dauer von einer Allergieauflösung würde ich mal so beziffern in 1,5 bis 2 Minuten über den Mittelfinger. Reinhard, du sagst gerade das Schockerlebnis. Jedoch erinnere ich mich dann auch genau an dieses Schockerlebnis. Das ist nicht wichtig, dass du dich erinnerst. Ah. Wir versuchen das ja immer mit dem Verstand, uns daran zu erinnern. Dazu solltest du folgende Informationen haben. Wir haben etwa 40.000 Gedanken am Tag. Diese 40.000 Gedanken, die kommen und gehen, das ist wie so ein Nebel oder so Wolken am Himmel, die ziehen sich durch, die kommen und gehen. Du kannst nicht jeden Gedanken greifen und sagen, der Gedanke ist von da, der Gedanke ist von da. Aber da dein Unterbewusstsein unglaublich schnell reagiert, weiß dein Unterbewusstsein sofort, wenn das oder das geschieht, bringt es sofort das in die Verbindung und dann kommt die Angst, die allergische Reaktion. Und das geht in Sekundenschnelle. Das ist einleuchtend. Also jetzt sage ich mal immer, das kann ich nachvollziehen. Denn mir kam gerade so die Idee,
Ja, woher weiß ich, was ich, welches Schockerlebnis ich hatte bei der Erdbeere, sage ich jetzt mal, bei dem schönen Beispiel. Das ist eine wirklich, ich muss sagen, eine sehr, sehr gute Erläuterung. Denn wir sind uns oft gar nicht darüber bewusst, wie ein Schockerlebnis bei dem, was wir tun, wie nachhaltig das sein Ich kann. will dir vielleicht noch ein Schockerlebnis erläutern. Wir haben viele junge Mädchen, die nicht schwanger werden können. Und wenn man sich überlegt, ich versuche dir das an einem Beispiel zu sagen, die Mutter ist schwanger im 3. Monat und der Vater hat in den Gedanken, hoffentlich wird es ein Junge. Allein nur dieser Gedanke im Energiefeld der Mutter ausgedacht, sendet eine Schwingung auf die Mutter, die überträgt es auf das Kind im Bauch und wenn es ein Mädchen ist, kann es zur Folge haben, Mädchen sind nichts wert, der wünscht sich einen Junge. Das kann später zur Folge haben, dass das Mädchen unter Umständen keine Kinder bekommen kann. Und wenn man dieses Schockerlebnis des Gedanken des Vaters aus dem Unterbewusstsein löscht, dann besteht die Möglichkeit, dass dieses Mädchen schwanger wird. Was eine Seele, wenn sie inkarniert ist und wenn sie das Licht der Welt erblickt hat, später kann man feststellen, an der Faust der Person, da gibt es bestimmte Linien und auf diesen Linien kann man feststellen, wie viele Kinder diese Person auf die Welt bringen wird. Und hier kann man sogar feststellen, wie viele Jungs das sie auf die Welt bringen wird und wie viele Mädchen. Und man könnte sogar sagen, ob sie Zwillinge bekommt oder nicht. Und das ist etwas, was man bei den Naturvölkern, das durfte ich in Montana lernen, wie man das feststellen kann an der Faust. Und das ist auch etwas, was ich in meinen Seminaren den Schülern natürlich beibringe. Das kann ich mir gut Und vorstellen, das ist dann ist schön. es interessant, da kommen natürlich schon Leute, die schon weit über 50 sind. Wie viele Kinder kriege ich? Natürlich ist da der Zug dann schon Ja, abgefahren, natürlich, sagt man. genau. Aber es ist natürlich für Mädchen, die zu mir kommen, oder für junge Leute, die sich gerne ein Kind wünschen, ist es natürlich die Voraussetzung, dass man erst schon mal schaut, ist überhaupt im Seelenvertrag das vorgesehen, dass ein Kind bekommen wird. Und das kann man über die Faust feststellen. Das ist ja wirklich Da gibt hochspannend. es eine ganz bestimmte Technik und das lehre ich an meiner Schule. Das finde ich ja ganz, ganz hochspannend, wirklich. Du machst überhaupt so ganz tolle Dinge. Ich habe mir hier mal ein paar Aufzeichnungen dazu ausgedruckt. Unter anderem, ich gehe jetzt einfach mal grob durch, ja. Ganz grob. Du hast ja auch wunderbare Bücher und CDs dazu. Einmal geht es um die Aura, um die Chakren, inneres Kind, innere Frau, innerer Mann. Das hört sich auch spannend an. Ja. Ja. Und dann habe ich hier noch eins, was mir gerade so reinkam. Flüche, Besetzungen, Implantate lösen. Ich denke, das ist auch ein Thema, wo wirklich mal nicht einer sagt, oh, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ist das überhaupt etwas für mich? Ist das ein Fluch? Was ist ein Fluch? Wie äußert sich ein Fluch? Und so weiter und so weiter. Da freue ich mich nachher drauf auf die Anrufe. Ja, ich Und denke, da bin ich heute gespannt auf die könnt ihr Fragen. alle eure Fragen natürlich stellen, wenn wir gleich das Telefon freigeschaltet haben. Reinhard Stengel wird mit euch am Telefon arbeiten und da geht es dann auch, ihr könnt auch Themen zur Aura auch, ja? Alles. Aura, Ich Chakren. werde keiner Frage ausweichen. Also, was eure Seele eben halt gerade fragen möchte, sag ich mal, vielleicht auch manchmal der Kopf, auch möglich. Also Reinhard Stengel wird euch wirklich jede Frage beantworten, mit euch arbeiten. Das haben wir übrigens schon beim letzten Mal erleben dürfen. Es war so wunderbar, wie du also dich eingetaucht hast, energetisch in den Fragenden. Das fand ich so hervorragend. Ja, das sollte man schon dazu wissen. In der Sekunde, wo man mir eine Frage stellt, antworte ich ja nicht als Reinhard Stengel, sondern hier antwortet ja eine Energie durch mich. Ja. Das ist ja etwas, wo ich in der Lage bin, mich komplett frei zu machen, damit ich diese Energie, die ich spüre, die ich aufnehmen kann, sofort dann auch über meine Lippen kommen lasse. Toll. Und es kommt hier nicht der Verstand zur Sprache, sondern das Unterbewusstsein. Es ist sehr, sehr und schön. Sehr das hilfreich ist vor allem. natürlich im Laufe der vielen Jahre hat man hier so eine Technik entwickelt,
Da braucht man keinen Verstand dazu. Für viele Leute nicht zu verstehen. Ich will dir mal ein Beispiel erklären mit der Aura. Stell dir mal folgende Situation vor, und das ist ja in unserem tagtäglichen Leben so. Du stehst im Supermarkt an der Schlange und auf einen Schlag fühlst du dich nicht wohl und dann sagst du plötzlich, ach, ich habe noch was vergessen. Dann brichst du aus der Schlange und sagst, ich muss doch das oder das einkaufen. Mhm. Aber der eigentliche Grund, warum du etwas vergessen hast, ist nicht das, weil du etwas benötigst, sondern der eigentliche Grund ist, weil in deinem Energiefeld, sprich in deiner Aura, irgendeine Person steht, die negativ aufgeladen ist, mit der Schwingung du nicht klarkommst, und dann gehst du raus aus diesem Energiefeld, um wieder deine innere Harmonie zu haben. Genauso kann es dir passieren, wenn du im Theater sitzt, wenn du dort im also unter den Zuschauern sitzt, dass du plötzlich das Gefühl hast, hier, dieses Stück geht ewig, dieses Stück dauert, das Stück ist so langweilig. Das hängt nicht mit dem Stück, mit dem Theaterstück zusammen oder mit dem Konzert, das läuft. Das hat einfach was damit zu tun, dass du in einem Energiefeld von Personen sitzt, wo du dich unwohl fühlst. Mhm. Man kann es auch erkennen, wenn die Leute so auf dem Tisch hin und her rutschen. Mhm. Und so gibt es natürlich viele Themen. Ich habe auch über jedes Thema so ein kleines Buch geschrieben. Ja. Und diese kleinen Bücher wird es jetzt demnächst auch als Hörbücher geben. Oh, wir sind gerade dabei, das im Studio aufzunehmen. Und wir haben natürlich interessante Bücher, so wie die Schwangerschaft aufarbeiten, inneres Kind, innere Frau, innerer Mann. Mhm. Und was ein ganz tolles Buch ist, natürlich das Buch Seelengespräche mit dem Körper. Ja, auch hier, das ist mein neuestes Buch. Und hier habe ich zwei Techniken beschrieben in diesem Buch, die wirklich ganz, ganz toll sind. Und das lehre ich momentan gerade dieses Wochenende auch den Schülern, wie sie damit umgehen können. Und vor allem kann man hier durch diese zwei Techniken schnell erkennen, was bedrückt dein Organ, das in der Unpässlichkeit ist, woher kommt der Hintergrund, weil du mit dem Organ sprichst. Und das andere, die Technik mit der Blume, hier kann man sehen, wo kommt deine Unpässlichkeit her, der Einfluss von außen, von deinem Umfeld, von deinem Wohnsitz, von deiner Familie, von deinen Arbeitskollegen, von deinem Denken, von deiner Denkweise. So kann man über diese Techniken genau nachschauen, wo deine Unpässlichkeiten herkommen. Das ist wirklich richtig hochspannend. Und du hast mir natürlich schon vorher verraten, dass alle, die anrufen... Die ersten zehn, die anrufen, die um Gottes Willen wissen ja nicht, wie viele Leute durchkommen, bekommen so ein Buch. Oder du schickst ihnen ein Buch, und zwar Seelengespräche mit dem Körper. Mit einem persönlichen Signierten. Ja, das ist doch was ganz besonders viel wert. Ich denke, das ist auch etwas Wunderschönes. Nicht nur, weil du signierst, sondern ich glaube, da steckt ganz viel Heilkraft drin. In diesem ja, Buch. Das Buch ist natürlich auch ganz, ganz sehr intensiv aus meiner Seele geschrieben. Hier muss man auch, und es werdet ihr auch sehen, wenn ihr diese Bücher von mir lest, diese Bücher sind sehr einfach verständlich geschrieben, für jeden einfach verständlich und nachvollziehbar, dass man auch sofort damit arbeiten kann. Und in meiner Schule habe ich ja eine Ausbildung, die Ausbildung hat 20 Seminartage, sind 12 Module, und ich schreibe über jedes einzelne Modul so ein Buch. Und damit jeder Schüler, der bei mir diese Ausbildung macht, auch anschließend das wirklich nochmal nachlesen kann und nachvollziehen kann, was er dort mitgenommen hat auf dieser Ausbildung. Ich halte es nochmal so ganz eben in die Kamera, dass man es vielleicht doch nochmal sehen kann. Ja, es ist ein wunderschönes Buch, und ihr Lieben, wer heute durchkommt und mit Rainer Stengel hier arbeitet, der hat auch die Möglichkeit, solch ein Buch zu bekommen. Ich denke, das ist schon etwas ganz, ganz Wunderbares. Ja, ich muss natürlich dazu auch jetzt mal den Verlag erwähnen. Und der Schirner Verlag, das ist natürlich auch etwas, wo ich mal mein Dankeschön aussprechen möchte, dass der Verlag meine Bücher aufgenommen hat und meine Bücher natürlich auch vertreibt und
Es ist ja nicht nur, dass dieses Buch vertrieben wird, sondern es ist ja auch wichtig, dass dieses Wissen, das ich mir aneignen durfte, dass dieses Wissen rausgeht und dass es unglaublich vielen Seelen mitgeteilt wird, weil sie sich selber durch diese Erfahrungen, die ich sammeln durfte, selber in die Heilung bringen können. Richtig, Weil man genau. sollte immer bedenken, niemand auf der Welt kann dich heilen, nur Außer du du selbst. selbst, genau. Nur du selbst. Ganz genau. Und deshalb ist es für mich wichtig, dass diese Information rausgeht. Und hier mit der Unterstützung des Schirmer Verlages, muss Ja. ich sagen, ist das eine tolle Geschichte. Ja, ich muss auch nochmal den Schirner Verlag natürlich sehr, sehr lobend hier erwähnen. Also die haben wirklich sehr tolle Bücher und ich weiß, dass du auch CDs immer halt dort eben halt, dass die dort verlegt werden. Ja, wir haben da noch etwas, das möchte ich auch nochmal. Kommt mir gerade so rein. Seelengespräch mit dem Herzen ist ganz neu. Das ist ganz neu, diese CD. Der Hintergrund, wir Menschen, wir beachten unser Herz viel zu wenig. Ja. Und wenn wir uns bewusst machen, dass unser Herz 24 Stunden am Tag für uns schlägt, rund um die Uhr, und das Herz macht keine Pause. Wenn du nachts schläfst, arbeitet dein Herz. Und wenn du Urlaub machst, dein Herz arbeitet für dich. Und dein Herz versorgt alle deine Organe. Und dafür will es nichts. Es will nichts dafür. Gar nichts. Es will nur geliebt werden. Ich habe Und dann mal wer macht es von genau. uns? Wer fasst sich jeden Morgen an sein Herz, sagt, danke, dass du für mich da bist? Ich auch. Danke, dass du für mich schlägst. Ja. Leider beachten wir viele. Nicht alle. Einige machen es schon. Aber viele beachten ihr Herz nicht. Ich habe heute Morgen noch, ich mache das immer, bevor ich dann aus meinem Bett aufstehe, spreche ich mit meinem Herz. Das mache ich auch. Ja. Jeden Morgen. Und dann habe ich also wirklich mich auch bedankt für die schöne Nacht, freue mich auf den schönen Tag. Und ich sage meinem Herzen immer ganz doll, wie sehr ich ihn liebe. Liebe, das ist das Herz. Und das ist wichtig, die Liebe auch herüberzugeben. Weil ich meine, oder mir kommt so, dass das Herz die Liebe dann auch wieder ausströmt in den Körper. Es ist eine ganz klare Verbindung. Und hier muss man schon wissen, wir bekommen jede Sekunde 1 Million neue Zellen. Jede Ja, Sekunde. das ist Wahnsinn. Und jetzt kannst du ja mal hochrechnen, wenn du 8 Stunden schläfst, wie viele Millionen neue Zellen du in deinem Körper hast. Ja. Und wenn du dann morgens aufwachst und das Erste deinem Herzen sagst, ich liebe dich, danke, dass du für mich da bist. In der Sekunde, wo du Liebe aussendest, wirst du Liebe bekommen. Oh ja. Ich versuche das immer mit dem Bauer zu vergleichen. Ein Bauer, der aufs Feld geht und Mais sät, er wird nur Mais ernten, keine Kartoffeln, Richtig. kein Weizen. Er wird nur das ernten, was er sät. Genau. Und wenn du Liebe sendest, wirst du Liebe bekommen. Und deshalb habe ich diese CD gemacht. Und ich finde diese CD was ganz Wunderbares, Seelengespräch mit dem Herzen, weil hier macht man den Seelen bewusst, wieder ein bisschen in sich zu gehen, die Mitte zu finden, sich selbst zu lieben. Weil wenn du dich selber liebst, bist du unantastbar. Oh ja. Unantastbar. Ja, ich höre schon im Hintergrund das Telefon schellen. Reinhard, hast auch gehört, ja. Ja, es klingelt schon. Ich würde sagen, wir werden natürlich jetzt auch die Telefonate entgegennehmen und wie gesagt, zwischendurch reden wir trotzdem immer wieder weiter. Das finde ich auch Gerne. ganz wichtig. Und ein bisschen trinken dürfen wir auch, wenn wir geredet haben. Wir haben hier natürlich noch eine CD. Diese CD, das war, ich glaube, da haben wir letztes Mal schon darüber geredet. Richtig. Die CD ist nur noch Wo Liebe Liebe bleibt. bleibt, ja. Diese CD ist in der Zwischenzeit zu einem Bestseller geworden. Das kann ich mir gut vorstellen. Und diese CD hat natürlich eine unglaubliche Wirkung auf das Unterbewusstsein, um tief sitzende Verletzungen dort rauszulösen. Und ich kann nur jedem empfehlen, der mit dieser CD arbeitet, dass er sie wirklich über einen langen Zeitraum Ja.
also wirklich benutzt und wirklich regelmäßig macht. Und das ist ganz was Wichtiges bei dieser CD. Und ich habe neulich wieder den Katalog vom Prana Haus gesehen und dort sah ich diese CD als Bestseller und es hat mich sehr gefreut. Das glaube ich gerne. Ich denke, das ist auch eine ganz wunderbare CD. Auch wir haben in unseren meditativen Zeiten ganz oft auch unter anderem von deinen CDs diese CD spielen. Ja. So, ich glaube, wir haben den ersten Anrufer am Telefon. Wen darf ich denn begrüßen? Hallo? Ja, hallo. Hier ist Marion Sterntaler. Marion. Ich bin ganz aufgeregt, dass ich sofort durchgekommen bin. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, ob ich wohl noch eine größere Aufgabe habe. Das weiß ich immer nicht. Und da setze ich mich dann oft selbst mit unter Druck, was ich aber gar nicht mehr will. Und ich möchte mich führen lassen. Und ja, jetzt frage ich mal Reinhard, ob er das bei mir sehen kann oder fühlen kann, ob ich noch eine Aufgabe habe für andere Menschen. Also erstmal einen wunderschönen guten Abend, Marion. Dankeschön. Selbst auch guten Abend. Marion, jeder der Seelen, die inkarniert sind, hat eine ganz bestimmte Aufgabe, die er sich selber gestellt hat. Und deine Aufgabe, die du für dich suchst, die ist in deinem Herzen. In der Sekunde, wo du mit deinem Herzen eins bist und mit deiner Seele, dann wirst du deine Aufgaben finden. Suche die Aufgaben nie im Außen. Im Außen wirst du sie nicht finden. Ja, das weiß ich. Suche deine Aufgabe im Innen, im Herzen. In der Sekunde, wo du in dich gehst, in dein Herz, wirst du automatisch genau dorthin geführt, wo dein Weg ist und wo deine Aufgaben sind. Das war so wie bei mir. Ich habe viele Jahre bin ich im Business gewesen und habe die Signale nicht erkannt, nach meinem ersten Herzinfarkt, dem zweiten, dem dritten. Erst nachdem ich in mich gegangen bin, habe ich meinen Weg gefunden und meine Aufgaben. Gott sei Dank wissen wir das nicht mit dem Verstand, was unsere Aufgaben sind, sondern wir werden aus dem Unterbewusstsein gesteuert und kriegen dort unsere Aufgaben. Aber nur dann, wenn du in der Lage bist, auf dein Herz zu hören. Und dann wirst du sehen, sind für dich noch viele Aufgaben vorgesehen. Ja, ich weiß das immer nicht, wie ich das machen soll. Dann werde ich immer so aufgeregt und denke, kriege ich jetzt wohl eine Antwort oder kriege ich keine Antwort? Ich kann dir als kleinen Tipp geben, wenn du abends ins Bett gehst, stell deinem Unterbewusstsein drei Fragen. Ja. Die erste Frage, woher kommt mein nächster Gedanke? Komplex. Die zweite Frage, wie riecht mein nächster Gedanke? Wie riecht? Wie riecht er? Aha. Man sagt im Deutschen oder so im Schwäbischen, wie schmeckt er? Ja. Wie riecht mein nächster Gedanke? Ja. Und die dritte Frage, was für eine Farbe hat mein nächster Gedanke? Was für eine Farbe? Ja. Aha. Du hast ungefähr 40.000 Gedanken am Tag. Ja. Wenn du schlafen gehst, beschäftigt sich dein Unterbewusstsein mit diesen Gedanken. Ja. Und du bist nicht in der Lage, auf dein Herz zu hören, weil dein Unterbewusstsein beschäftigt ist. Ja. Und durch die Fragestellung dieser drei Fragen, da findet dein Unterbewusstsein keine Antwort, aber es verliert auch die anderen 40.000 Gedanken. Aha. Und deshalb wirst du dann in dieser Situation eine Information bekommen. Oh, das ist toll. Probier das aus und die Information kommt. Heute Abend gleich ausprobieren. Das funktioniert garantiert, weiß ich. Bitte? Es funktioniert garantiert. Oh, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Da freue ich mich sehr drüber. Also die drei Fragen nochmals. Woher kommt mein nächster Gedanke? Bitte? Die drei Fragen nochmals für dich. Ja. Woher kommt mein nächster Gedanke? Ja. Wie riecht mein nächster Gedanke? Ja. Was für eine Farbe hat mein nächster Gedanke? Ja. Das habe ich aufgeschrieben. Mhm. Fein. Und hast du noch eine Botschaft für mich? Die Botschaft ist in deinem Herzen.
Du suchst immer nach, wenn ich so in deinem Gespräch kann ich hören, dass du immer was im Außen suchst. Suche nicht im Außen, Suche es ist Hilfe, alles ja. in dir. Ja, ich suche Hilfe, genau. Ja, suche nicht, hör auf zu suchen, es ist alles in dir. Okay. Nimm diese drei Fragen und sieh das als Botschaft für dich, damit du in dein Herz fühlen kannst. Okay, danke schön. Okay? Freue ich mich sehr drüber. Gut. Danke. Wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Dankeschön, das wünsche ich dir und euch, Sanara und Saron auch. Danke. Danke. Danke, lieber Marion. Alles Liebe dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, erleben das immer wieder, auch bei meinen Schülern. Viele sind auf der Suche und sie warten immer auf die Erleuchtung von außen. Ja. Diese Erleuchtung gibt es nicht. Das ist ein Irrglaube. Wir im Schamanismus sagen, alles, was die ganze Kraft steckt in dir, Richtig. nur dadurch, dass wir durch unsere äußeren Einflüsse so von dem eigentlichen Herz abgelenkt wurden und abgelenkt werden, sind wir gar nicht in der Lage, auf unser Herz zu hören. Und deshalb habe ich auch diese CD gemacht, hier Seelengespräch mit dem Herz. Ja. Das öffnet das Herz, das öffnet die Herzliebe, das bringt unglaublich viel Eigenliebe. Und wenn man in der Eigenliebe drin ist, dann kann man auch in das Gefühl des Herzens reinspüren und dann bekommt man auch die Information, die man braucht. Dann ist auch der plappernde Verstand ein bisschen zurück oder ruhig. Zurückgenommen, Ja, genau. genau. Wir haben wieder einen Anrufer, lieber Reinhard. Wen darf ich dir begrüßen? Hallo? Hallo, ja, hier ist die Alice. Ich habe den Namen nicht verstanden. Alice. Olizi. Olizi. Jo, dann würde ich sagen, Reinhard Stengel, hör zu. Ja, also meine Problematik sind die Füße seit 9 Jahren. Ich habe vor 9 Jahren eine Venenoperation bekommen, hatte dann lange Jahre Probleme, habe mich selber wieder hinbekommen. Ich habe dann vor 5 Jahren eine Schleimbeutelentzündung bekommen. In der Schleimbeutelentzündung habe ich einen Achillessehnenanriss bekommen. In der Folge hatte ich jetzt Knieprobleme. Und wenn ich einigermaßen gehen kann, dann habe ich eitrige Zehen, obwohl ich bei einer medizinischen Fußpflege bin. Was soll mir das sagen? Gute Frage, was soll dir das sagen? Die Frage von mir, rechter Fuß oder linker Fuß? Mehr der linke Fuß. Mehr der linke Fuß. Ja. Bist du Rechtshänder, bist du Linkshänder? Ich bin Rechtshänder. Du bist Rechtshänder, mehr der linke Fuß. Du läufst vor einem weiblichen Thema davon. Vor einem weiblichen Thema. Vor einem weiblichen Thema. Ja. Dieses weibliche Thema kann sein, deine Mutter. Ja. Deine Schwiegermutter? Ja. Die sind beide aber schon verstorben. Das spielt keine Rolle. Das hat damit Ja. nichts zu tun. Sie hat nur die Energie gewechselt. Sie ist von dem physischen Körper in den geistigen Körper gegangen. Ja. Dann könnte es zum Beispiel sein, wenn du eine Tochter hast. Ja. Es könnte die Tochter sein. Ja. Es könnte eine Arbeitskollegin sein, eine Mitbewohnerin. Es Ja. ist ein weibliches Thema. Ja. Und dann, wenn es was mit den Venen zu tun hat, ist es der Herzschmerz, der in dir ist, Ja. deine seelische Verletzung. Ja. So, hier kannst du nachschauen, mit welcher weiblichen Person habe ich ein, was bedrückt dich, wo wertest du, wo urteilst du, wo verurteilst du. Jede Verletzung, jede Demütigung, die du Ja. erleben durftest, hast du in deinem Seelenplan ausgesucht. Ja, ich verstehe es. Verstehst du den Hintergrund? Ja. Gut, dann frage ich dir jetzt ganz spontan und du antwortest mir ganz spontan nur mit Ja oder Nein. Ja. Dabei spielt es keine Rolle, ob deine Mutter noch lebt oder nicht. Liebst du deine Mutter? Ja. Ups. Bedingungslos? Nein. Also, ich spüre das bis hierher. Das ist auch die Ursache deiner Problematik mit dem Weinen. Hier gibt es noch in deinem Unterbewusstsein ein Thema, ein Tochter-Mutter-Thema, Ja. das du noch nicht aufgearbeitet hast. Ja. Und weil dies nicht aufgearbeitet ist, gehen deine Beine nicht in die Heilung. Ja. So, jetzt ist ja die Frage, wie kannst du das auflösen? Wie kannst du das machen? Hier möchte ich, dass du dir eine Kerze besorgst, Bitte, was soll ich besorgen? eine Kerze. Ja. Oder wenn du, ich weiß ja nicht, ob
dir dort eine Opferkerze holst, ja. Dann in Gedanken deine Mutter herholst, ja. Und zu ihr sagst, danke, dass ich das erleben durfte, danke, dass du mir das alles gezeigt hast, ja. Dann zündest die Kerze an für sie und sagst, ich segne dich und lasse dich frei. Ja. Damit löst du an dir alle Anhaftungen, ja. Und alle Blockaden, die zu diesem Thema deines Beines geführt haben, und dein Bein kann in die Heilung gehen. Danke. Das wär's. Ja, danke. Ich höre ja sowieso zurzeit die CDs von Ihnen an. Ich habe mir alle 5 eigentlich gekauft. Bis nur noch die Liebe bleibt, geistiger Führer, Seelengespräche mit dem Herzen. Und die dreiteilige Reise zum Kind, Frau und Mann. Ah, meine neue CD. Ich bin fleißig am Arbeiten in diesem Bereich. Dazu möchte ich dir noch folgende Information sagen. Wenn du die CD bis nur noch Liebe bleibst, machst, ja. Hier würde ich dir empfehlen, dass du diese CD jeden Tag machst über einen langen Zeitraum. Ja. Du musst dir vorstellen, jede Verletzung, jede Demütigung, die du erleben durftest, da wurde der Deckel drauf gemacht. Und wenn du diese CD hörst, dann kann tagelang nichts geschehen. Weil zuerst muss dieser Deckel runter und dann auf einen Schlag, wenn du sie machst, bricht dann diese Verletzung auf. Das heißt, hier erscheint die Person, mit der du noch ein Thema hast. Das ist ja eine geführte Meditation, diese CD. Ja. Und wenn du dann mit der CD in Harmonie und in Liebe bist, dann kann sich dein Körper heilen. Danke. Danke Ihnen recht herzlich. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und noch viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich wünsche euch auch noch einen erfolgreichen und schönen Abend. Danke sehr. Dankeschön. Alles Liebe dir. Tschüss. Ich erlebe das natürlich immer wieder, auch bei meinen Schülern, wenn wir über diese CDs sprechen und wenn wir über Themen der Verletzungen sprechen. Es ist jede Verletzung, die wir erleben dürfen, sind wir natürlich in jungen Jahren immer so bestrebt, dass wir den Deckel drauf machen. Mhm. Wir nehmen die Verletzung zwar im Moment zur Kenntnis, aber wir ignorieren sie dann wieder. Dieses Ignorieren kommt natürlich durch äußere Einflüsse, wie Werbung, wie Elektronikgeräte, wie Einflüsse durch Fernsehgestalten. Man hat gar nicht mehr Zeit, darüber nachzudenken, was hat mich eigentlich verletzt, und hat gar keine Zeit, das aufzuarbeiten. Wir machen den Deckel drauf und ignorieren das. Dann ist es wie ein Schläfer in uns. Und irgendwann kommt eine ähnliche Situation und dann bricht das Ganze auf. Und dann kommt die Unpässlichkeit. Aber die Unpässlichkeit soll uns ja daran erinnern, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen sollen. Und das tun viele Leute nicht. Sie ignorieren es einfach. Das zeigt sich dann praktisch körperlich. Und hallo? Wie gesagt, dann geht man natürlich. Augenblick, Thomas. Dann geht man natürlich zur Schulmedizin. Soll man in Gottes Namen ja auch. Ja, das ist ganz wichtig. Die Schulmedizin ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und das darf man ja nicht unterschätzen. Was ich mir wünschen würde, wäre natürlich die Kombination. Also Schulmedizin. Ja. Dann auch die Heilpraktiker, die Naturheilkunde und dann natürlich die Schamanen. Ja. Alles das zusammen wäre eine ganz tolle Lösung. Das wäre toll, wenn man da wirklich alles ganzheitlich sieht und nicht nur viele alles. Beginnen natürlich auch den Fehler und konzentrieren sich nur auf die Schulmedizin, andere wieder nur auf den Schamanismus. Ich finde die Kombination ganz, ganz wichtig. Finde ich auch wichtig. Reinhard, wir haben den nächsten Anrufer, ja? Jo, ich habe schon gerade gehört, es ist ein männlicher Anrufer. Wen darf ich denn begrüßen? Ja, hallo, das ist der Thomas. Hallo Thomas, ich grüße dich. Hallo. Thomas. Und hallo Reinhard. Hallo Thomas. Und zwar geht es um folgendes Thema. Ich habe das gerade gehört, wie ich hatte Allergie. Und ich habe immer das Problem, wenn ich im Haus bin oder irgendwo und ich höre Geräusch draußen, dann kriege ich immer sofort so eine innerliche Panik. Das da hat... konnte ich überhaupt nicht bei mir selber bleiben. Wenn... Ich wollte dich mal fragen, ob du da irgendwas siehst, was das sein kann. Wenn du die Panik bekommst, wenn du im Haus bist, das heißt, entsteht denn auch die Panik, wenn du zum Beispiel im Freien bist und irgendwas hörst? Ja, das ist im Freien genauso. Im Freien ist das genauso. Also ich höre das quasi und dann habe ich sofort irgendwie ein Bild.
Also zum Beispiel, wenn ein Auto vorbeifährt oder ein Motorrad, dann kommt das Geräusch und dann kriege ich die Panik. Und dann stelle ich mir das draußen vor, wie das draußen ausschaut. Die Richtung. In deinem Gespräch kann ich rausnehmen, dass du eine junge Seele bist. Und hier hat es was damit zu tun. Wir sagen im Schamanismus, als du inkarniert bist, hast du eine Begleitseele mitbekommen, als junge Seele. Diese Panik, die du als Panik empfindest, ist ein Verlassensein, Alleinsein. Wenn du zum Beispiel in deiner unmittelbaren Nähe jemanden hast, hast du dann diese Panik auch? Also nehmen wir an, du sitzt mit einem Freund zusammen. Ja. Und dann hast du diese Geräusche, hast du dann diese Panik auch oder nicht? Dann hab ich sie noch manchmal auch, ja. Manchmal oder immer? Puh. Das kommt auf, wie tief dass ich im Gespräch bin, also eher immer. Nehmen wir mal an, du bist tief im Gespräch. Dann ist sie weg. Dann ist sie weg. Das ist so ein ganz typisches Zeichen dafür. Als deine Seele inkarniert ist, weil sie eine junge Seele ist, hat sie eine Begleitseele dabei gehabt. Die Begleitseele hat die Aufgabe, dich die ersten 3 Monate zu begleiten, damit du diese Ängste verlierst. Jetzt hat sich dann diese Begleitseele von dir verabschiedet und du bist alleine. Und da entstehen natürlich solche Ängste, wie zum Beispiel in ganz früher Kindheit, dass man nicht alleine schlafen will, dass man Angst hat, im Dunkeln zu sein, dass man immer das Gefühl hat, eingesperrt zu sein. Und dann entwickelt sich später auch dieses, indem du Geräusche von außen hörst. Das sind Geräusche, die du während der Schwangerschaft wahrgenommen hast, die sich jetzt bei dir im Unterbewusstsein manifestiert haben. Und jetzt kommen diese Geräusche und man sagt dazu, die holen die Erinnerungen aus dem Vertrautheitsgedächtnis der ersten 3 bis 4 Schwangerschaftsmonate wieder raus. Wenn man diese Blockaden aus deinem Unterbewusstsein löscht, dann verändert sich das und deine Panikattacken hören auf. Hier gibt es ein wunderschönes Buch von mir, dieses Buch, die Schwangerschaft aufarbeiten. Und da sind Übungen drin. Und wenn du diese Übungen machst, das ist die Übung Eizelle, Samenzelle, Urzelle, dann verschwindet deine Panikattacken wieder. Oh, das wäre super. Das wär geil. Wichtig ist, du musst es tun. Niemand kann dir das abnehmen. Aber wenn du diese 3 Übungen machst, und die sind ganz einfach verständlich beschrieben in diesem Buch, wenn du diese 3 Übungen machst, wirst du sehen, dann wird sich das bei dir verändern. Okay. Und nochmal zu der Begleitseele. Die ist dann die ersten 3 Monate da gewesen und dann ist sie gegangen. Oder wie? Eine Begleitseele hat die Aufgabe, eine junge Seele zu begleiten, die ersten 3 Monate, um ihr die Angst zu nehmen, wenn sie inkarniert. Und dann verabschiedet sich diese Begleitseele, die ist nicht gedacht, dass diese Begleitseele, wo viele denken, dass sie dann als Zwilling auf die Welt kommt, diese Begleitseele, deren Aufgabe ist es, nur dich zu begleiten und dann wieder zu gehen. Die Mutter spürt es, indem sie zum Beispiel die ersten 3 Monate mit ihrer Schwangerschaft unter Umständen ein paar Probleme bekommt und plötzlich liegen muss und mehr Ruhe braucht die ersten 3 Monate. Das ist so ein typisches Zeichen, dass eine Begleitseele dabei ist. Okay, dann mache ich die Übung und hoffe aufs Beste. Gerne, wenn du die Übungen getan hast und es kommt bei dir keine Veränderung, dann darfst du mich gerne anrufen. Ja. Du brauchst einfach nur auf meine Webseite gehen und dann schreibst du mir eine E-Mail und ich werde dir zurückschreiben und mir das dann nochmals genau anschauen. Aber ich verspreche dir und ich weiß es, es wird sich verändern. Okay. Reinhard, ich danke dir. Ich danke für deinen Anruf, wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Super und danke auch ans Team. Danke, lieber Thomas. Alles Gute dir. Ja, danke. Ciao. Tschüss. Ja, das sind natürlich Sachen, die wir immer wieder erleben. Es ist ein unglaublich riesen Repertoire, das ich habe. Hier jetzt natürlich einige Themen nur rauszugreifen und drüber zu reden, ist natürlich schwierig. Wo setze ich den Schwerpunkt an, über was rede ich? Und es gibt Begleitseelen, es gibt einen Seelentausch, es gibt Flüche, es gibt Besetzungen, es gibt Implantate.
was ich vielleicht heute Abend noch für ein wichtiges Thema habe, dass wir mal über das Thema Implantate reden. Ja. Implantate ist ja was ganz, was Wichtiges. Da, wo wir herkommen, bevor wir inkarnieren, kennt die Seele ja weder Angst, noch Schmerz, noch Leid. Und damit wir einen gewissen Respekt haben hier, wenn wir inkarniert sind, werden uns zu unseren Schutzimplantate gesetzt. Aha. Man sagt Schutzimplantate. Diese Implantate sorgen dafür, dass wir einen gewissen Respekt haben vor verschiedenen Situationen. Mhm. Und jetzt stell dir mal folgende Situation vor. Wenn du ein bestimmtes Alter hast und du besitzt immer noch die Implantate, dann kann das zur Wirkung haben, dass du extreme Angst vor vielen Sachen hast, weil du immer noch dieses Schutzimplantat hast. Mhm. Und deshalb gibt es auch hier eine Technik, um diese Implantate zu entfernen. Das ist eine ganz andere Richtung, wie ein Fluch oder wie eine Besetzung. Ja. Ja. Aber auch das ist ein wichtiger Part, und da gibt es eben in diesem Büchlein von mir Flüche, Besetzungen, habe ich das beschrieben, die Auswirkungen über Implantate und vor allem, wie man sie löst. Mhm. Okay, und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Part. Also lösen sich auch nicht von selbst. Nein, eigentlich sollten sie sich von selber lösen, aber es gibt Situationen, wo sie sich eben nicht lösen. Ah, ja. Und dafür ist der Schamane da, um in diese andere Welt zu reisen, um diese Implantate zu lösen. Sehr spannend, muss ich echt sagen. Ja, ich habe noch jemand hier am Telefon. Wen darf ich denn da begrüßen? Hallo. Hallo. Hallo, da ist die Barbara. Guten Abend. Guten Abend, Barbara. Hier ist die Sanara. Und ich denke, du hast auch eine Frage an Reinhard. Und ich übergebe direkt an Reinhard, ja? Hallo, Barbara. Danke. Wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Guten Abend. Ich habe eine Frage. Ich bin in der Verwaltung eines Behindertenwohnheims beschäftigt. Und mir kostet das unheimlich viel Kraft. Ich bin nur halbtags dort. Ich komme nach Hause und schlaf und schlaf und schlaf. Ich kann mir das nicht erklären. Also ich bin wirklich schon am Überlegen, das kann es nicht gewesen sein. Gibt es da irgendeine Art Schutz oder ist irgendeine Blockade von mir, die mir so viel Kraft kostet? Oder ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Also wenn ich das richtig verstanden habe, arbeitest du in einem behinderten Wohnheim. Genau, in der Verwaltung. In der Verwaltung. Und du hast auch mit den Behinderten selbst zu tun? Natürlich, die stören ständig. Die stören ständig. Genau das ist dein Thema. Du wertest, du urteilst und du verurteilst. Und das kostet dich Kraft. Dazu möchte ich dir folgende Information sagen. Behinderte, ob sie körperlich behindert sind oder geistig behindert, behinderte Menschen, wir sagen auch Wesen dazu, sind alte Seelen. Und ich glaube, da haben wir uns missverstanden. Ich verurteile die Behinderten nicht wegen der Behinderung, im Gegenteil. Also ich liebe. Nein, habe ich auch nicht gesagt, dass du sie wegen der Behinderung verurteilst. Du urteilst drüber, was sie dich stören. Ja, machen es wirklich. Also, nein, weiß, sie stören dich nicht. Immer das Gleiche sagen muss. Also ich fühle mich da schon gestört, ja. Ja, und das ist genau das, du wertest deshalb. Ja. Ich will dir versuchen zu erklären, der Hintergrund. Und wenn du den Hintergrund verstehst, was da passiert, dann wirst du feststellen, dass sie dich nicht mehr stören. Dass es einen ganz anderen Hintergrund hat. Ob körperlich oder geistig behinderte Personen, sind alte Seelen. Alte Seelen besitzen die Aufgabe, jüngeren Seelen etwas zu lernen. Da du aber auch schon in das Stadium der alten Seelen gehst, sonst könntest du nicht mit Behinderten arbeiten, du würdest dem nicht standhalten, ist die Aufgabe der alten Seelen, mit deiner Seele eine Kommunikation herbeizuführen, wo du lernen darfst, und zwar speziell du lernen darfst, Geduld zu haben, dich rauszunehmen aus der Hektik des Lebens, in dich zu gehen, mal alles liegen zu lassen und deine ganze Aufmerksamkeit dieser alten Seele zu widmen. Wenn du das tust, wirst du sehen, das gibt dir so viel Kraft. Du wirst zwar vielleicht weniger Arbeit erledigen können, aber du wirst für dich selber so eine innere Zufriedenheit erreichen, dass du nie mehr gestresst aus deinem Job nach Hause gehen wirst. Du wirst mit einer inneren Zufriedenheit gehen. Ich hatte in meiner Schule einen Schüler, der ist Leiter eines Behindertenheims, wo die
geistig und körperlich Behinderten ihre Arbeit verrichten. Und ich darf ab und zu bei ihm als Gast sein und darf mich mit diesen alten Seelen unterhalten. Am Anfang ging es mir genauso wie dir. Es hat mich, ganz ehrlich gesagt, gestresst. Ich war genervt. Bis ich verstanden habe, mit diesen Seelen in Kontakt zu kommen, ihre Gestik, ihre Art zu deuten und mit ihrer Art umzugehen. In der Sekunde, wo ich eins wurde mit ihren Seelen, mit ihrer Energie, mit ihrer Wesensart, in der Sekunde hat sie mich nicht mehr gestresst, sondern ich habe sogar eine innere Ruhe dabei gefunden. Und das ist das, wenn wir versuchen, unseren Verstand rauszulassen, und ich kann das natürlich verstehen, du hast in deinem Aufgabenbereich eine gewisse Arbeit zu erledigen. Das ist auch ein enormer Druck, also das ist noch das Problem zusätzlich, also dass wirklich, dass das fast ein Vollzeitjob wäre und ich soll die Sachen in Halbtag schaffen. Das ist genau das Thema, du bist durch diesen Druck, den du natürlich von außen kriegst, ich sag der Druck unserer Gesellschaft, hast du natürlich wenig Zeit, auf dein Inneres zu hören. Aber ich gebe dir nochmal einen Tipp. Versuche wirklich, wenn jemand zu dir kommt, lass alles stehen und liegen, nimm dir 5 Minuten Zeit, rede mit der Seele, dann hast du hinterher, für die Arbeit, die du tun musst, brauchst du nur noch die Hälfte Zeit. Versuch das mal. Das ist ein toller Tipp. Ich danke dir herzlich. Und du wirst sehen, es wird sich Unglaubliches verändern. Wow. Nimm dir die Zeit. Weißt du, du musst den verstehen, die Seele, die reinkommt zu dir, die kommt ja nicht, weil sie dich ärgern will. Ich weiß es. Die kommt ja, weil sie eine Frage hat. Ich habe so nerviger reagiert, in Anführungsstrichen, die andere Seele. Die fordern die Zeit. Ich nehme es, wenn es geht, aber 30 Mal am Tag geht oft wirklich nicht. Und wenn sie 50 Mal kommen, am Anfang werden sie oft kommen, aber ich verspreche dir, je intensiver du dich mit ihnen unterhaltest, desto vernünftiger werden sie in ihren Gefühlen und spüren das dann, dass sie dich... Ich weiß, da kommt so viel Liebe und Dinge. Genau. Sehr gut, das gefällt mir sehr gut, was du gesagt hast. Und ich kann dir das nur bestätigen, da kommt unglaublich viel Liebe von diesen Seelen. Ich weiß, ich spüre es ja. Und wenn du da dir die Zeit nimmst, das sind nur 5 Minuten. Und das gibt dir selber innere Ruhe und dann kannst du deine Arbeit mit links machen. Oh, das ist toll. Ich probiere es auf alle Fälle und ich danke. Probieren ist mir zu wenig. Ich tue es. Ich habe schon so viel probiert und ich probiere jetzt das auch noch. Eben, du sollst aufhören mit probieren. Du sollst aufhören mit probieren. Ich sage immer zu meinen Schülern, ich probiere nicht, ich übe nicht, ich tue es. Ich tue es, ja. Das ist gut. Das gefällt mir sehr gut, wenn du sagst, ich tue es. Ja. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss, Barbara. Alles Gute dir. Ja, das ist natürlich auch, wir sind natürlich aufgrund von dem Zeitdruck, den wir von außen bekommen, sind wir nicht mehr in der Lage, auf unser Herz zu hören, auf unser Gefühl zu hören. Das ist ja genau dieser Stress, dieser Druck. Aber alles, was wir unter Druck machen, alles, was wir unter Zeitdruck machen, hat ja immer die Auswirkung, dass wir vieles verkehrt machen. Genau. Und dann brauchen wir für alles die doppelte Zeit. Wenn wir uns mehr Ruhe nehmen, mehr innere Ruhe, mehr Seelenfrieden und mehr aus dem Herzen raus machen, würde das andere doppelt so schnell gehen. Wir könnten uns für solche Gespräche einfach mehr Zeit nehmen. Ich erlebe das ja immer selber, wenn ich in diesem Behindertenheim bin und mit diesen Gruppen immer rede. Am Anfang hatte ich da richtig mein Problem damit, bis ich das verstanden habe, bis ich diese Energien richtig deuten konnte. Aber je länger und je öfter ich dort bin, desto harmonischer wird es. Ja. Und es gibt einen unglaublich viel im Herzen. Unglaublich viel. Gerade die behinderten Menschen, die wissen ganz genau, wann du ihnen ihre volle Achtsamkeit gibst und wann nicht. Spüren die sofort. Sofort spüren die das. Und die spüren auch, ob du in der Hektik bist oder ob du dir wirklich die Zeit für sie nimmst. Ganz genau. Ganz und genau. Das ist unglaublich, was man hier an Liebe bekommt, an Energie bekommt. Das ist wirklich unglaublich. Ja, ist wirklich so. Wir haben wieder einen nächsten Anrufer, lieber Reinhard.
Wen darf ich denn jetzt begrüßen am Telefon? Ja, hier ist die Annelore. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, Annelore. Und einen herzlichen Gruß auch an Reinhard. Guten Abend. Ja, Reinhard, ich war ja in Gelsenkirchen vorgestern Abend bei dir mit der lieben Erika. Und die hat mich ja zu dir geführt, worüber ich sehr dankbar bin. Und ich habe auch dieses Buch, und das hatte, war ja auch wichtig mit den Schwangerschaftsmonaten, mitgenommen und gelesen. Und jetzt habe ich persönlich ein Thema, was ich gerne nicht mehr ansprechen würde. Wie sieht das aus? Ich habe mein heiß ersehntes Kind, das ist schon lange Jahre her, der Junge ist jetzt 27, bekommen und hatte eine Schwangerschaftsvergiftung, die nicht erkannt worden ist. Und ich, als ich damals im Krankenhaus lag, hatte immer das Gefühl, das ist nicht einfach irgendwie gekommen. Das hat irgendwas mit, keine Ahnung, mit negativen Gedanken. Es gab so viele, die mir das Kind nicht gegönnt haben. Wie siehst du das aus schamanischer Sicht, dass eine Schwangerschaftsvergiftung, die ja zuerst eigentlich das Kind umbringt und dann die Mutter, also es war da ganz knapp, dass die Herztöne gingen schon runter. Und das war sehr dramatisch damals und das ist bei mir auch noch nicht aufgearbeitet, denke ich. Und ich stelle mir jetzt natürlich vor, was macht das auch mit dem Kind? Beantwort mir eine Frage ganz spontan, nur mit Ja oder Nein. Ganz spontan. Liebst du dich selbst? Danke. Spontan ist anders. Ja. Dazu möchte ich dir Folgendes sagen. Jede Vergiftung, egal welcher Art, hat den Ursprung, dass du selber nicht in deinem Herzen bist. Das heißt, hier ist etwas entstanden, wo du das Gefühl hast, es wird dir ein Teil deiner Freiheit genommen. Ein Teil deines Lebens. Ein Teil deiner, ja, man sagt die Freiheit dazu. Auch wenn es ein Wunschkind war, waren in deinen Gedanken doch Gedanken im Hintergrund eingeschränkt zu sein. Nicht mehr das tun zu können, was du gerne tun würdest. Nicht mehr frei zu sein. Und das war Gift für dein Herz, weil eigentlich hast du einen Seelenvertrag gemacht mit der Seele deines Kindes. Ja. Und jetzt hast du eine Situation erleben dürfen, wo du gehadert hast. Und das ist die eigentliche Ursache. Hier kann ich dir empfehlen, wenn du das aufarbeiten willst, die CD, bis nur noch Liebe bleibt. Aber ich glaube, wir haben gerade drüber geredet. Und wenn du diese CD machst und wieder die Liebe im Herzen hast, und dann kann ich mich, glaube ich, noch erinnern, weil es ist schon so lange jetzt wieder her, seit gestern oder vorgestern, dass wir da waren, ich habe so viele Gespräche geführt. Ja, natürlich. Haben wir über die Spiegelübung gesprochen? Spiegelübung, natürlich hast du das auch erzählt, ja. Siehst du? Und wenn du die Spiegelübung machst, für die Hörer, die die Spiegelübung nicht kennen, möchte ich die ganz kurz erläutern. Die Spiegelübung, das ist etwas, was wir allen Menschen empfehlen, die ihr Herz nicht lieben und die sich selbst nicht lieben. Das heißt, bei dieser Übung solltest du 4 Wochen lang jeden Tag 10 Minuten nackt vor dem Spiegel sitzen. Warum das? Wir bekommen jede Sekunde 1 Million neue Zellen. Und durch diese Übung, dieser Spiegelübung, werden deine Zellen umprogrammiert, dass du dich annimmst und dich liebst, so wie du bist. Dann kannst du hinterher auch spontan antworten, ja, ich liebe mich. Weil das ist ein Unterschied, ob man sich liebt oder ob man sich mag. Wenn man sich mag, dann hat man so ein bisschen da was auszusetzen, ein bisschen da was auszusetzen. Und wenn man sich liebt, liebt man sich wirklich kompromisslos. Und ich glaube, das war auch das Thema der Eigenliebe. Und das kann man aufarbeiten, indem man diese tiefe Verletzungen. Und ich kann mich, glaube ich, nur so ganz leicht erinnern, hier gab es noch ein Thema an deinem kleinen Finger, was die eigentliche Ursache war, die Krümmung deines kleinen Fingers. Dort wurde deine Seele verletzt und deshalb kam auch diese Einschränkung deiner Freiheit. Also, Spiegelübung. Ah, das war jetzt eine andere Kandidatin, aber das Thema mit der Spiegelübung, das war ja, glaube ich, bei mehreren.
Ja. Das Thema überhaupt, ne? Spiegel übrigens generell ein Thema, habe ich selber auch durchgeführt. Ja, ne? Weil wir haben alle ein Problem mit uns, uns anzunehmen, so wie wir sind. Und Ja. deshalb ist die Spiegelübung ganz wichtig. Ja, wunderbar. Auch vielen Dank nochmal für die vielen schönen Übungen, die du in diesen Büchern auch weitergibst. Und das hilft auch schon ganz dolle. Und ich freue mich auch schon drauf, weiterhin damit zu arbeiten. Gerne, ich freue mich auch. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Ja, ich danke dir und auch ganz lieben Gruß nochmal an Sanara und Saron. Schön, dass es euch gibt. Danke, liebe Annelore. Alles Danke. Liebe dir, ja. Danke. Wiederhören. Tschüss. Ja, es sind immer wieder so Gespräche, auch zum Beispiel an meinen Vorträgen. Wir sind ja durch ganz Deutschland auf Tournee. Ich habe ja diese Organisation, die Life in Motion, die mich durch ganz Deutschland tourt. Ja. Und dass wir dieses Wissen natürlich an viele Leute weitergeben. Und da muss ich auch sagen, ich freue mich auf diese Tour, wo wir immer machen. Und wir erreichen dadurch natürlich auch viele, viele Leute. Richtig. Und ich freue mich auf die Gespräche. Und natürlich ist jeder Vortrag ist anders. Weil er hängt ja immer damit zusammen, was die Leute fragen, was die Leute wissen wollen. Und jede Frage kommt ja nicht aus dem Verstand, sondern sie kommt spontan aus dem Unterbewusstsein Richtig. raus. Und deshalb, wenn die Leute 10-mal das gleiche Problem haben, kann es 10 verschiedene Antworten geben Oh für ja, diese Fragen. oh ja. Das glaube ich gern. Aber mit der Spiegelübung war gerade sehr interessant. Das ist wirklich so. Ich habe es auch Aber schon gemacht, also das es finde ist, das die toll. Spiegelübung ist sehr, sehr schwierig, weil es werden dir 1000 Ausreden einfallen. Der Kühlschrank ist auf, der Postbote kommt gleich, jetzt Jo. kommt gleich Besuch. Und die Spiegelübung wirkt natürlich nur dann, wenn du wirklich 4 Wochen lang, jeden Tag, 10 Minuten am Stück das machst. Das habe ich leider nicht durchgehalten. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich finde es auch wirklich ganz toll. Wir haben wieder einen nächsten Anrufer. Und wen darf ich denn begrüßen? Hallo? Hallo, hier ist Lucia. Ich höre fast gar nichts. Hallo? Ist das Lucia oder wie war immer der Name? Lucia. Lucia. Lucia, kannst du mich verstehen? Ja, ganz leise, vielleicht geht's. Ganz leise. Jo, dann würde ich sagen, dann äußere mal deine Frage. Reinhard Sprengel versteht dich gut. Also bei mir ist es so, dass ich ganz oft sehr wenig Energie habe. Ich habe relativ viel Zeit zur Verfügung, aber die Energie fehlt oft und oft fehlt einfach auch die Konzentration. Einfach mal eine Sache, ich kann da nicht dranbleiben. Ich schlafe sehr viel und fühle mich halt oft sehr, sehr niedergeschlagen. Und da wollte ich mal nachfragen. Also ich habe auch ein Schilddrüsenproblem, ob das vielleicht hängt es zusammen, weiß ich nicht, aber ich wollte es einfach nachfragen. Genau. Erstmal einen wunderschönen guten Abend, Lucia. Hier gibt es natürlich verschiedene Hintergründe, seelische Hintergründe, wenn man immer niedergeschlagen ist, wenn man sich ausgelaugt fühlt, wenn man viel schläft. Die erste Übung, damit du richtig in den Schlaf kommst, wir haben ja zwei verschiedene Schlafphasen. Einmal die Schlafphase, wo dein Unterbewusstsein arbeitet, deine Ängste aufarbeitet und du kommst gar nicht in den richtigen tiefen Schlaf. Das ist meine Vermutung, dass du die letzten Jahre gar nicht richtig tief geschlafen hast, weil aufgrund von deiner Stimme und deiner Schwingung kann ich erkennen, dass du in der Angst lebst. Und deshalb würde ich dir empfehlen, wenn du vorhin schon zugehört hast, gibt es diese drei Fragen, die du deinem Unterbewusstsein stellen kannst. Woher kommt mein nächster Gedanke? Wie riecht mein nächster Gedanke? Was für eine Farbe hat mein nächster Gedanke? Wenn du vor dem Schlafen gehst, deinem Unterbewusstsein diese drei Fragen stellst, dann findet dein Unterbewusstsein keine Antwort drauf, es vergisst aber die anderen Gedanken und du kommst richtig tief in deinen Schlaf. Und du wirst dann am Morgen richtig klar aufwachen, weil du tief geschlafen hast. Du bist ganz tief dann in deinem Schlaf drin. Und was dann natürlich noch ganz wichtig ist, wie viel Leitungswasser trinkst du am Tag? Eigentlich fast, ich trinke fast nur Leitungswasser. Gut, man sagt pro 10 Kilo Körpergewicht 0,3 Liter.
0,3 pro 10 Kilo Körpergewicht. Genau. Und nehmen wir mal an, du hast jetzt 50 Kilo, das hieße 1,5 Liter am Tag für dich. Ja. So, das okay, ist der zweite wichtige Punkt. Und dann zählt da auch Tee dazu, oder? Nein, da zählt Tee nicht dazu, nur Leitungswasser. Nur Wasser. Wenn du dem Wasser einen Tropfen Saft dazu gibst, ist es kein Leitungswasser mehr. Aha. Also, das ist die Voraussetzung. Diese zwei Sachen. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Faktor. Du solltest jeden Tag viel barfuß laufen. Mhm. Dieses Barfußlaufen sorgt dafür, dass du geerdet wirst. Mhm. Und ich kann diese Erdung bei dir nicht spüren. Die Socken, es ist halt so, dass ich wirklich, als Kind habe ich das gemacht, aber jetzt friere ich immer und ziehe dann ganz schnell Socken an oder Schuhe. Ja klar, das ist genau dein Problem, das ist auch genau die Ursache. Ich empfehle dir, geh jeden Tag mindestens 5 Minuten raus barfuß in die Wiese, lauf barfuß, dann wirst du aufhören zu frieren und du wirst wieder geerdet und du wirst wieder fit. 5 Minuten am Tag barfuß. Mach das. Egal wie kalt es ist. Egal wie kalt es ist. Und je kälter das ist, desto besser wird's. Mhm. Mach es den ganzen Winter über barfuß. Ich mache das auch. Jeden Tag. Du musst dir folgende Situation vorstellen. Wir haben Fußbodenheizung. Wir haben Teppichboden. Wir haben Schuhe drin. Wir haben die Verbindung zur Mutter Erde verloren. Und wenn du barfuß gehst, dann regelt sich dein Körpertemperaturregler wieder und du hörst auf zu frieren. Mhm. Also, drei Übungen für dich. Woher kommt mein nächster Gedanke? Wie riecht mein nächster Gedanke? Was für eine Farbe hat mein nächster Gedanke? Leitungswasser trinken und barfuß laufen. Gut. Und dein Leben wird sich verändern. Mach ich. Fein? Ja, super. Vielen Dank. Ja, gerne geschehen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Danke, ich dir auch. Ja, danke. Alles Tschüss. Liebe dir. Tschüss. Tschüss. Ja, das ist etwas, was man natürlich immer wieder erlebt, aufgrund von so vielen Situationen in unserer Wohnkultur, die wir jetzt haben. Teppichboden, ja. Fußbodenheizung, dann haben wir dicke Schuhe an, Hausschuhe, dicke Socken. Wir haben einfach den Kontakt zur Erde verloren. Mm. Und deshalb sind wir auch nicht mehr geerdet. Und wir Menschen besitzen, man sagt, einen Trafo dazu. Mm. Der Trafo steuert die Körpertemperaturen. Und der sitzt hier hinten im sechsten Chakra im Nacken. Mm. Und wenn hier diese Steuerung nicht mehr kommt, dann friert man. Mm. Dann kommt natürlich auch die Müdigkeit. Genau. Dann kommt natürlich auch die Lustlosigkeit. Keine Energie, keine Kraft. Weil wir nicht zentriert sind. Wir haben einfach die Verbindung verloren. Das abgeschirmt sein. Das kann man durch das Barfußlaufen wieder regulieren. Geht natürlich nicht, wenn ich nur einmal am Tag barfuß laufe, sondern das sollte man über einen längeren Zeitraum dann machen. Ich mache es jeden Tag. Wenn es nur eine Minute ist, barfuß durch den Garten zu laufen. Finde ich sehr schön über die Wiese. Also einfach toll. Was auch sehr schön ist, so richtig tautreten. Genau. Das ist was Herrliches. Ja, wir haben den nächsten Anrufer und ich frage einfach mal, wen darf ich begrüßen? Hallo, hier ist Stefan. Hallo Stefan. Vielen Dank, dass ich durchgekommen bin. Und meine Frage ist, ich habe ein Allergieproblem und ein Berufungsproblem oder ein Entscheidungsproblem, ein Willensproblem. Ich habe da manchmal keinen Plan. Wo könnte ich da ansetzen? Ganz direkt gefragt? Okay. Beantwort mir eine Frage ganz spontan. Nur mit Ja oder Nein. Ganz spontan. Liebst du deinen Vater? Zwiespältig. Nein. Danke. Spontan heißt Ja oder Nein. Hier ist es etwas damit zu tun, Allergie ist eine allergische Reaktion auf Angst. Entscheidungsfreudigkeit ist, weil man dir, hier sitzt die Verletzung vorwiegend in deinen ersten drei Lebensjahren,
Hier wurden dir viele Entscheidungen abgenommen und es wurde dir zu oft mitgeteilt, lass es sein, du kannst es nicht, du schaffst es nicht. Dort sitzt die Ursache deines Themas. So, wie kann man sowas ändern? Wie kann man das verändern, dass auch die Allergie verschwindet? Die Allergie ist eine einfache Reaktion auf Angst. Hier gibt es etwas, das Selbstwertgefühl wieder aufbauen, das Wertigkeitsthema, indem du dir die nächsten 8 bis 10 Wochen sagst, egal was du tust, ich muss es nicht tun, ich darf es tun. Die Betonung liegt auf ich darf es tun. Und wenn du das dir permanent sagst, egal was du jeden Tag tust, dann kommst du wieder in deine Kraft. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Übung, das ist eine Wertigkeitsübung, dich anzunehmen, so wie du bist, dass du dich liebst, so wie du bist, das ist die Spiegelübung. Hört sich blöd an, aber ich verspreche dir, ich selber habe sie auch 1 Jahr lang gemacht. Und die ist nicht einfach durchzuführen. Es werden dir 1000 Ausreden einfallen. Aber wenn du diese 2 Sachen machst, dann baut sich dein Wertigkeitsthema auf. Von wo bist du denn? Stuttgart. Aus Stuttgart, aus dem Schwabeländle. Das ist ja nicht so weit weg, das Schwabeländle. In Stuttgart, da schreibst du mir eine E-Mail. Und dann kann ich dir in Stuttgart einen Schüler von mir nennen oder eine Schülerin. Wenn das mit der Allergie so nicht weggeht, dann besuchst du meine Schülerin und die macht dir das innerhalb von 2 Minuten dann weg über die Finger. Na, das doch. Vielen Dank. Wenn ich schon mal gerade wieder einen Schwabe am Telefon habe, habe ich mal so eine Frage. Vielleicht kannst du mir da eine Antwort geben. Kennst du den Unterschied zwischen einer italienischen Tomatensuppe und einer schwäbischen Tomatensuppe? Oh, die Frage hätte lieber meine Freundin beantworten sollen, weil ich bin eher so der Mikrowellenkoch und Fertigfutteresser. Der Unterschied ist, eine schwäbische Tomatensuppe ist heißes Wasser in einem roten Teller. So viel zu diesem kleinen Witzeinlage. Dürfte ich auch von jemandem erfahren. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und vielen Dank für deinen Anruf. Vielen Dank auch. Ja, bitte. Alles Liebe dir, Stefan. Tschüss. Danke, tschüss. Das sind natürlich immer so kleine Einlagen, die ich auch in meinen Seminaren habe. So kleine Witze, das lockert das Ganze ein bisschen lockert auf ein bisschen und nimmt ein bisschen so. Meine Schüler sind natürlich immer sehr, sehr angespannt. Was kommt jetzt auf mich zu? Was passiert jetzt? Die stehen natürlich den ganzen Tag unter Strom, weil sie gespannt sind. Und durch so kleine Geschichten kann man das alles ein bisschen auflockern. Und da bin ich immer sehr entspannt und sehr locker und sehr direkt. Finde ich aber toll mit dem Wasser im roten Teller, klasse. Passt ja irgendwo zu den Schwaben, ne? Ja klar, da ich im Schwabenland aufgewachsen bin, am Bodensee, komme ja ursprünglich aus der Ecke von Friedrichshafen. Und da kennt man das natürlich. Geboren bin ich natürlich in Wien, Österreich und bin in meinem Herzen natürlich noch Wiener. Ja. Waschechter Wiener. Waschechter Wiener. Ein Werner, sagt man dazu. Nur vom Dialekt natürlich heute wie ein Schwabe. Ja, richtig, genau. Lebst auch schon lange dort. Ja, schon seit 1962. Ja, das ist schon eine Ecke. Das ist schon eine lange Zeit. Ja. Ja, lieber Reinhard, wir haben wieder jemanden am Telefon, der natürlich auch wieder Fragen hat. Und ich frage einfach mal, wen darf ich denn begrüßen? Ja, guten Abend, mein Name ist Sonja. Hallo Sonja, ich grüße dich. Jo, du hast eine Frage. Und zwar, ich muss sagen, ich bin total aufgeregt und freue mich, dass ich durchgekommen bin, weil ich habe mit Reinhard schon telefoniert und ich hätte es nicht erwartet, dass es klappt. Hallo Sonja. Darf ich fragen? Ja, bitte. Reinhard, ich hatte dich angerufen und zwar zu dem Thema wegen meinem kleinen Sohn, 7,5 Jahre. Dass er immer wieder Erkältung hat, Riss in der Lippe und wegen meiner Angst, dass ich eventuell bei dir vorbeikomme. Jetzt habe ich es probiert in der Sendung und jetzt habe ich dich live dran und wollte ich diese Frage unglaublich stellen, unglaublich, was ich machen kann mit meiner Angst. Nochmals zu deinem Sohn zuerst. Die Erkältung deines Sohnes hat was mit deiner Angst zu tun. Die Lippen deines Sohnes haben was damit zu tun, dass du ein Thema hast. Und wir sagen dazu, Lippen haben immer was damit zu tun mit dem Partner.
Das heißt, es gibt ganz tief in deinem Unterbewusstsein ein Thema mit deinem Partner und dieses Thema macht dir Angst. So, jetzt kann man natürlich nachschauen, von wo bist du denn, Sonja? Aus Erlangen. Aus Erlangen. Ah, ich glaube, ja, jetzt kann ich mich erinnern, dass wir telefoniert haben. Sonja, hier gibt es natürlich die erste Geschichte erst einmal. Man muss schauen, was ist in unmittelbar deiner engsten Umgebung für ein Thema, was dir Angst macht, worüber du dir Sorgen machst. Hier können natürlich auch verschiedene Gründe sein. Existenzängste, hier können es Ängste sein, was geschieht mit meinen Eltern, was geschieht mit meinem Partner. Hier gibt es ja viele, viele Informationen im Hintergrund. Diese Ängste, die man, wenn man die auflöst, auch die Allergie an deinem Sohn, das heißt, man sollte die bei dir auflösen. Wann sind wir denn auf unserer Tour in der Richtung Erlangen? Wann kommen wir denn in diese Nähe? Wir waren dort. In Erlangen waren wir. Also in Nürnberg. Der nächste Weg wäre in München dann wieder. Ja. Du hättest die Möglichkeit, wenn ich auf meiner Tour in München bin, Ingolstadt, oder in Ingolstadt, dass du nach Ingolstadt kommst. Etwa eine Stunde vor meinem Vortrag. Und dann würde ich dir in Ingolstadt, wenn wir dort sind, würde ich dir diese Ängste auflösen. Das könnte ich dir anbieten. Also verstehe ich richtig, ist es wichtig, zu dir zu kommen, weil ich selbst gedacht hätte, ich könnte vielleicht bis dahin etwas tun. Na, es ist einfach etwas, was ja dein Kind betrifft. Wir haben das Problem an deinem Kind. Genau. Und wenn wir was machen wollen, was wirken soll, dann müssen wir die Ängste bei dir auflösen. Ich könnte dir jetzt zwar eine Übung sagen, aber da das energetisch so stark ist, dass das auf dein Kind übergegangen ist, dann wäre es sinnvoll, du würdest mich besuchen und dass ich das direkt bei dir mache. Und wie kann ich die Zeit überbrücken, weil ich es nicht abwarten kann? Indem du dich ins Auto setzt und zu mir kommst. Dann könntest du das überbrücken. Das gibt so, nein, natürlich nicht. Wie kannst du das überbrücken, die Ängste? Du hättest jetzt die Möglichkeit, das zu versuchen über deinen Mittelfinger. Aber wenn du noch niemand hast, der das gemacht hat, ich könnte mal schauen, wo ich einen Schüler habe in Erlangen, ob wir dort einen Schüler haben, der bei mir die Ausbildung gemacht hat. Kannst du mich jetzt sehen auf dem Bildschirm? Ja. Okay, schau mal einen Mittelfinger. Kannst du den sehen? Ja. So, und dann nimmst du deinen Daumen und deinen Zeigefinger und drückst an deinem Mittelfinger so auf links und rechts aufs Nagelbett. Siehst du das? Kannst du es sehen? Und dann drehst du so. Siehst du das? Ja. So, das machst du abwechselnd links und rechts am Mittelfinger. Mhm. Und das machst du immer in der Sekunde, wo du das Gefühl hast, dass dein Kind jetzt eine Erkältung hat, dass dein Kind Angst hat und dass du Angst hast. Am Mittelfinger kannst du diese Angst lösen. Mach das. So, immer wieder, wenn das Gefühl auftaucht, der Angst, dreh sofort am Mittelfinger. Also ich darf bei mir machen, wenn es auftritt? Und immer nur bei dir. Bei ihm machen. Nur bei dir. Oder nur immer bei mir? Nur bei dir. Gut. Gell? In Ordnung. Das hilft dir am schnellsten. Ich danke dir von ganzem Herzen für alles. Bitte ich kann sehr. Es nicht in Worte ausdrücken. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Danke, gleichfalls. Danke, tschüss. Ja, tschüss. Danke, tschüss. Sehr interessant, der Mittelfinger. Es gibt natürlich Situationen, wo man schon im ersten Moment Abhilfe schaffen kann. Nur ist es schwierig, jetzt hier so einen Tipp zu geben. Mhm. Und dann heißt es hinterher, das funktioniert nicht. Ja, ja, klar. Oft ist es natürlich so, wenn man dann falsch drückt oder keine richtige Bewegung macht, dann funktioniert es natürlich auch nicht. Wäre es der Mittelfinger, dass man den hin und her... Der Mittelfinger ist der Finger der Angst. Und wenn man jetzt hier links und rechts aufs Nagelbett drückt, leicht drücken, und dann diese Bewegung macht. Ah, ja. Hier ist ein Meridian, der hier runterläuft. Mm. Und dieser Meridian ist dafür zuständig, man sagt auch dazu der Allergie-Meridian. Dort ist die Angst abgespeichert. Und durch das Drehen am Mittelfinger kann man diese Ängste aus dem Unterbewusstsein löschen. Mm. Und Erkältung, Schnupfen, Husten hat immer was mit der Angst zu tun. Mm. Und wenn man diese
diese Ängste aus dem Unterbewusstsein löscht, verschwindet die Erkältung. Und da bei Kindern alles während den ersten 7 Lebensjahren über die Mutter gemacht wird, ja. Weil das ist ja energetisch eine starke Verbindung zwischen Mutter und Kind. Deshalb arbeitet man nicht an dem Kind am Mittelfinger, sondern an der Mutter und löst dort diese Blockade auf, damit sich das bei dem Kind umsetzt. Wunderbar, wirklich. Okay. Sehr schön. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, überhaupt auf das Buch mit den Händen. Ja. Jo, wir haben wieder jemanden am Telefon, lieber Reinhard. Wen darf ich denn begrüßen? Hallo, hier ist Gudrun. Hallo Gudrun, ich grüße dich. Ja, hallo. Du hast eine Frage an Reinhard, leg einfach mal los. Eine direkte Frage jetzt nicht, ich bin ziemlich feinfühlig und ja, aufgeregt. Moment. Feinfühlig in der Hinsicht, dass ich von, ja, wie soll ich das, haben Sie vorhin auch erklärt, dass irgendwie, wenn man in dieses beim Einkaufen ins Feld reinkommt, ja, und das innerhalb der Familie und auch innerhalb der Freunde, also da bin ich sehr feinfühlig und ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich spüre da, ja, positiv wie negativ. Also. Hallo Gudrun, hier spricht Reinhard. Jetzt mal zuerst mal einen wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Ich schlage dir Folgendes vor, Gudrun. Versuch mir mal zu sagen, dass du feinfühlig spürst, das höre ich schon an deiner Stimme. Aber versuch mir mal zu sagen, was bedrückt dich? Bedrückt dich das, dass du feinfühlig bist? Ja, manchmal schon. Also die Schmerzen, die ich dann habe, ja. Ah, die Feinfühligkeit, die überträgt sich bei dir als Schmerz. Ja. Das kann ich nachvollziehen, das kann ich verstehen. Immer, Gudrun, wenn du Energien aufnimmst und wenn du Schwingungen aufnimmst von anderen, dann passiert es, dass wir die Schwingungen sofort, da wir ja über unser Unterbewusstsein gesteuert werden, ja. Und dass alle Schmerzen in unserem Unterbewusstsein entstehen. Das heißt, du nimmst eine Schwingung auf von anderen Personen, diese Schwingung überträgst du dann 1:1 auf dich. Das heißt, hier gibt es dann bei dir einen dementsprechenden Schmerz, der bei dir entsteht, der gibt dir die Fähigkeit, zu deuten, was der andere verändern sollte, was der andere in seinem Leben umändern sollte. Ich versuche dir mal ein Beispiel zu sagen. Wenn du dich mit einer Person unterhältst, aufgrund von deiner Feinfühligkeit spürst, dass dir die linke Schulter wehtut, dann sollte man dem anderen mal schauen, was ladet der andere sich zu stark auf. Wenn er ein Rechtshänder wäre, würde er sich auf der linken Schulter ein weibliches Thema zu stark aufladen. Jetzt ist die Frage, willst du dem anderen dadurch helfen? Oder wenn nicht, wenn du das, dann müsstest du dich ausklinken aus solchen Geschichten. Das ist ungefähr so, wie wenn ich durch die Stadt laufe und von jedem die Aura anschauen würde. Ich klinke das einfach aus, indem ich das nicht tue, indem ich das nicht auf mich zukommen lasse. Hier. Ja, ich weiß, das ist dieses Schützen, sich davor schützen. Und das ist bei mir aber leider nicht so. Also ich habe es schon gelernt, aber manchmal ist es dann eben nicht so. Und das ist meistens in der Familie, ganz besonders bei meiner Mutter, dass ich da die Schmerzen eben so oder das schwere Laufen, was er hat, dann, ich spüre das, ich merke das, ich muss ein bisschen weiter weg von ihr gehen, weil ich dann selber nicht mehr zum Laufen komme. Ich denke aber, dass hier ein ganz, ganz anderer Faktor, ein ganz wichtiger Faktor wäre, den du selber erstmal an dir verändern solltest. Es gibt so vier wichtige Grundregeln. Erwarte nichts von niemandem. Werte nicht, urteile nicht und verurteile nicht. Und ich glaube, in der Sekunde, wo du diese vier Grundregeln beherrschst, dass du nichts von niemandem erwartest, dass du jeden so lasch, wie er ist, dann kann diese Energie nicht mehr auf dich überspringen. Nur in der Sekunde, wo du eine Erwartung hast, dass sich jemand verändern sollte, in der Sekunde öffnest du dich für Energien, die dir diesen Schmerz bereiten. Ich kann das von mir aus ganz, ganz gut nachvollziehen, weil ich diese Phase auch selbst gehabt habe. Deshalb verstehe ich dich zu gut.
wenn man sensitiv ist, spürt man sowas. Und eben dieses Sensitive, das gibt den Schmerz in dir. Kann ich ganz gut nachvollziehen. Aber wenn du nichts erwartest und jeden so lasch, wie er ist, wird dieser Schmerz verschwinden. Und dann lernst du auch damit umzugehen. Das ist wie mit dem Aura-Sehen. Ja, gut. Also hier gibt es was ganz, ganz Wichtiges, dass du in dich gehst. Und die Hitze, die dann immer aufkommt, was ist das? Bitte? Das ist mir ganz warm. Wenn es dir ganz warm wird? Ja. Okay, ja. Das hat einen anderen Hintergrund. Mhm. Beantwort mir eine Frage, ganz spontan, nur mit Ja oder Nein. Ganz spontan. Und du hast ja schon gehört heute Abend, was Spontanität ist. Ja. Gut, meine Frage, liebst du dich selbst? Hallo. Ja. Spontanität. Ja. Spiegelübung. 4 Wochen lang, jeden Tag, 10 Minuten, nackt vor den Spiegel. Mein Geist kommt zum Kontrollieren. Hier ist es ganz wichtig. Da du sehr sensitiv bist, bist du auch verletzt worden. Richtig. Und jetzt kommt, und jetzt muss man diese Verletzung. Und dadurch muss ich mich eben schützen. Ich bin auch bei einer Psychologin in Behandlung, also jetzt nicht, weil ich durch Trennung und was weiß ich alles, also mit dem Partner krank geworden war und dadurch, durch eben solche Das sind Sachen. Genau die Themen, von denen wir schon den ganzen Abend sprechen. Ja. Wir erwarten etwas, wir werten, wir urteilen und wir sind nicht bereit, diese Verletzungen anzunehmen. Kannst du dich an die Kerzenübung erinnern, die wir vorhin besprochen haben? Ja, habe ich zugehört. Mhm. Auch hier ist es wichtig, dass jede Verletzung, die wir erleben dürfen, dass wir die annehmen. Weil diese Verletzung kommt ja aus unserem Seelenplan raus. Wir haben das so vereinbart, dass der Partner dich verlassen wird, dass du diesen Schmerz spüren darfst. Und jetzt wertest du, jetzt verurteilst du. Und deshalb, das machst du unbewusst, das machst du nicht mit dem Verstand. Das geht unbewusst. Weil du sensitiv bist, überträgt sich das jetzt bei dir als Schmerz. Also für dich ganz wichtig die Spiegelübung zur Stärkung der Eigenliebe. Und nichts erwarten, nicht werten, nicht urteilen, nicht verurteilen, dein Leben wird sich verändern. Recht herzlichen Dank. Ja, bitte. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Viel Spaß noch. Auch so. Dankeschön. Danke. Danke auch. Und tschüss. Die Spiegelübung, die wird heute wirklich ganz oft angebracht. Und natürlich auch diese 3 Gedanken. Finde ich auch sehr wichtig, wenn man nicht einschlafen kann, etc. Ich finde es übrigens sehr wichtig, wenn man das Unterbewusstsein überlistet. Sag ich mal so. Wir sollten schon klar machen, das Unterbewusstsein steuert uns ja zu 95%. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dann sind wir uns auch bewusst, wie stark und wie wichtig so eine Spiegelübung ist. Ja. Weil wenn unsere Seele verletzt wird bei der Inkarnation, das heißt während den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten, durch Ablehnung, durch was auch immer, dann haben wir ein Problem mit der Eigenliebe. Und erst wenn wir uns selber lieben, wenn wir unser Herz lieben, dann sind wir in der Lage, auf unser Unterbewusstsein zu hören. Und durch die Spiegelübung wird eben diese Eigenliebe wieder aktiviert und gestärkt. Deshalb ist die Spiegelübung so wichtig. Und diese 3 Gedanken, natürlich die Überlistung des Unterbewusstseins, das ist so banal einfach, aber so wirkungsvoll, wenn man sich vorstellt, wir haben ja 40.000 Gedanken am Tag. Und jetzt durch diese Fragestellung verliert das Unterbewusstsein die anderen fragen alle total und du kommst zur inneren Ruhe und du findest die Stärke in deinem Herzen wieder. Und das ist das Phänomenale. Vor allen Dingen, man hört ja auch ganz oft, ich suche so oft den Knopf, wo ich mal meinen Ratter abstellen kann. Sagt das Hamsterrad. Das und berühmt. Damit kann man es. Ja, ja, ganz sicher. Das ist ganz toll. Man hat ja früher, gab es ja auch diese Technik, dass man dieses Schäfchenzählen gemacht hat. Ja, ja. Das funktioniert natürlich auch, weil das Unterbewusstsein damit beschäftigt ist, diese Schäfchenzählen. Zählt und zählt und denkt nicht mehr. Oder man zählt von 99 rückwärts, auch das funktioniert. Aber mit diesen 3 Fragen funktioniert es viel schneller und garantiert gut. Nicht ganz toll, wirklich. Ja, wir haben den nächsten Anrufer hier. Wen darf ich denn begrüßen? Hallo, hier ist Barbara. Nochmal eine Barbara heute Abend. Nochmal eine Barbara, ist doch wunderschön, wunderschöner Name.
Hallo Barbara. Hallo Reinhard. Ich habe eine ganz dicke Frage. Und zwar, ich habe früher mal in einer Diskothek gearbeitet und mir dabei einen Tinnitus geholt. Die ganzen Jahre ging es einigermaßen und jetzt ist er so schlimm geworden, dass ich links nur noch Geräusche höre und rechts nicht viel weniger. Und jetzt macht es dir Angst? Ich habe schon sehr viel, dadurch, dass ich mich in eine Lichtsäule gesetzt habe, schon Rheuma und alles Mögliche weggebracht, aber der Tinnitus, der mag einfach nicht weggehen. Barbara, Tinnitus hat einen seelischen Hintergrund, dass man sich unter Druck setzt für andere. Die eigentliche Ursache bei Tinnitus ist die Verletzung deiner Seele während den ersten 6 Lebensjahren. Dort ist die Ursache zu suchen. So, jetzt kann man Tinnitus auflösen. Und zwar... Ja, ich wurde als Kind schwer misshandelt von meinem Vater. Das ist die Ursache deines Tinnitus. Drum setzt du dich später unter Druck für andere, weil du das Gefühl hast, dass du dich immer beweisen musst, dass du gut genug bist, dass du Liebe von anderen bekommst. So, jetzt gibt es eine Technik. Du reibst dir beide Hände, ja. So, die Handflächen. Mach das mal bitte. Ja. Und jetzt nimmst du deine Handflächen und nimmst sie links und rechts aufs Ohr. Und dann übst du dann Druck aus und ziehst deine Handflächen dann so abrupt weg, bis das so richtig macht. Mach das mal. Moment, muss ich das Telefon weglegen? Ja, leg's weg. Ja, rechts ist es besser. Hat sich etwas verändert? Ja, rechts ist es besser. Gut. Jetzt möchte ich, dass du diese Übung jeden Morgen 3-4 Mal machst und jeden Abend. Ja. Und in 4 Wochen sollte sich dein Tinnitus verabschiedet haben. Ach, das wäre wunderbar. Und du wirst sehen, das hilft nicht nur bei Tinnitus, das hilft sogar, wenn man schwer hört, wenn man schwerhörig ist, wenn man ein Problem hat. Viele Leute, die ein Hörgerät drin haben. Man muss natürlich vorher das Hörgerät rausmachen. Und wichtig ist, vorher die Hände richtig zu reiben, dann auf die Ohren zu setzen mit einem leichten Druck und beim Wegziehen musst du es so richtig so machen. Und wenn es blub macht und wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, dann löst man die Blockade im Unterbewusstsein, die diesen Tinnitus verursacht hat. Und dadurch verschwindet er. Ah, das wäre ja wunderbar. Und du siehst ja schon, durch ein einziges Mal, was du probiert hast, kam schon die Veränderung. Und jetzt gibt es noch als kleine Unterstützung dazu, wenn du ihn dann hörst, sag ihm, ich muss dich nicht hören, ich darf dich hören. Ah ja. Und dadurch sollte der verschwinden. Ich weiß es, dass er verschwindet. Gut. Weil er hat ja nichts verloren bei dir. Dankeschön. Ich hatte jetzt schon die Vermutung, dass eventuell mein verstorbener Mann war schwerhörig und hat auch mit Tinnitus zu tun gehabt. Und er hat sich oft geweigert, ein Hörgerät anzuziehen. Und er hat immer gesagt, wir sollen tauschen. Er gibt mir sein schlechtes Gehör und er nimmt meins. Jetzt dachte ich schon, dass es vielleicht damit etwas zu tun hat. Nein, hat damit gar nichts zu tun. Überhaupt nichts. Tinnitus hat was mit Verletzungen während den ersten 6 Lebensjahren zu tun und dass du dich später unter Druck setzt für andere. Das steht, der seelische Hintergrund. Und das kann man über diese Technik auflösen. Immer. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, gerne geschehen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Dankeschön, das wünsche ich euch beiden auch. Ja, danke. Danke. Alles Liebe dir, Barbara, ja. Danke, dir auch, Sanara. Tschüss. Der Tinnitus, du sagtest gerade in den ersten 6 Jahren, Lebensjahren, kann es nicht auch doch irgendwie durch irgendwelche Einflüsse, sei Geräusche oder sowas,
auch dazu kommen? Wir sagen dazu, Tinnitus entsteht dadurch, dass man sich unter Druck setzt, unter Druck für andere. Es kommen natürlich dann Einflüsse dazu, die das mitbewirken. Ja. Aber der eigentliche seelische Hintergrund ist die Verletzung während den ersten 6 Lebensjahren, indem man als Kind immer gesagt kriegt, lass es sein, du kannst es nicht, du schaffst es nicht. Dann will man sich später beweisen, dass man gut genug ist, dass man das kann und setzt sich, um das zu beweisen, unter Druck. Und da ist auch der Druck, dass man für andere was tun will, um zu beweisen, hallo, ich tue was für euch, ich bin gut genug. Und das ist Tinnitus. Wie ist das denn mit einem Hörsturz? Hörsturz, hier ist der seelische Hintergrund etwas, wo unter Umständen damit zu tun hat, aus deinem früheren Leben, dass deine Seele sich so unter Druck setzt und unter Druck gesetzt fühlt, dass sie auf einmal nichts mehr hören will. Mhm. Das heißt, wenn die Seele ständig verletzt wird, von außen her, du bist zu blöde, was zu tun, du schaffst es nicht, du kannst es nicht. Irgendwann sagt die Seele, hey, ich bin nicht blöde, ich kann das, ich schaffe das. Und dann auf einmal kommt der Hörsturz und du hörst nichts. Und hier gibt es ja viele Facetten. Man kann jetzt nicht alles, jeden Hörsturz so über eine Schiene scheren. Man muss, so wie ich das ganz am Anfang dir erklärt habe, man muss für jede einzelne Geschichte schauen. Es können 10 Leute mit Tinnitus kommen. Ja. Es können 10 Leute mit Hörsturz kommen. Es kann bei jedem eine kleine Nuance des seelischen Hintergrunds anders sein. Bei dem einen ist vorwiegend die Verletzung dort, da ist die Verletzung dort. Und ein Schamane, der sich in die Lage versetzt, sich energetisch das sofort anzuschauen, kann dir sofort sagen, da ist der Hintergrund, da ist der Hintergrund, da ist der Hintergrund. In der Sekunde, wo man das anspricht und der Person sagt, was sie verändern soll, jetzt durch eine Spiegelübung oder durch diese Übung mit den Händen auf den Ohren, hier kann dann die Person das Richtige in die Wege leiten, dass sie in die Heilung geht. Ich denke, du, der Schamane, der fügt sich auch erstmal energetisch rein, fühlt und schaut, was ein ist. Ein guter Schamane macht es innerhalb von Sekunden. Von Sekunden? Innerhalb von Sekunden. Enorm. Du hörst ja in dem Gespräch, wenn jemand anruft, ich brauche ein paar Sekunden, dann stelle ich sofort die richtige Frage. Und du hast ja gehört, wenn so meine Fragen immer, beantworte mir eine Frage ganz spontan. Und du hörst ja auch in dieser Fragestellung, manchmal frage ich über den Vater, manchmal über die Mutter, manchmal frage ich über die Eigenliebe. Und genau im richtigen Moment die richtige Frage gestellt, verändert was bei der Person. Und du konntest ja vorhin so bei der einen oder anderen Fragestellung sehen. Ich habe mal so gefragt und plötzlich schon kam die Person in die Emotion und es hat sich schon was verändert. Richtig, also ich finde es ganz, ganz enorm. Und das ist einfach das, was ein guter Schamane in der Lage ist, diese Schwingung aufzunehmen durch ein Gespräch, allein schon wenn sie atmet am Telefon, ohne dass die Person was sagt, kann man schon fühlen, was die Seele bedrückt. Das abgeht, ja. Das ist die Fähigkeit, die ein Schamane besitzt. Das ist ganz toll. Und es wird natürlich, diese Fähigkeit kommt nicht von einer Sekunde auf die andere, die entwickelt sich natürlich durch deine Arbeit, über die vielen Jahre, durch diese Harmonisierung deiner selben eigenen Schwingung, deiner eigenen inneren Ruhe. Wenn du in dir ruhst, dann bist du in der Lage, diese Schwingungen aufzunehmen. Wenn du selber nicht in deiner inneren Ruhe bist, funktioniert es nicht. In deiner eigenen Achtsamkeit. Wir haben noch jemanden am Telefon. Wie könnte es auch anders sein? Und wen darf ich denn begrüßen? Ja, hier ist die Regina. Hallo. Regina, ich grüße dich ganz herzlichst. Jo, dann stell mal deine Frage. Reinhard Stengel hört mit. Ja, ich habe immer so ganz lange, immer so zwischendurch Atemblockaden, so als wenn ich nicht so durchatmen könnte. Also das habe ich schon viele Jahre. Aber kannst du mir da helfen, was das sein könnte? Der Atem hat was, erstmal guten Abend, Regina. Guten Abend. Der Atem hat was mit Freiheit zu tun. Das heißt, es gibt in deinem Umfeld etwas, was dir die Luft nimmt. Jetzt muss man schauen, was nimmt dir die Luft? Was machst du denn beruflich? Ja, ich bin Hausfrau, arbeite aber auch so das heißt nicht Hausfrau, du bist Familienmanagerin.
Das ist ja ein ganz anderer Beruf wie Hausfrau. Natürlich, wenn du Hausfrau bist, wenn du Familienmanagerin bist, da entsteht ja auch ein enormer Druck, gut genug zu sein. Hier muss man schauen, hier ist etwas passiert während den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten. Dort gab es eine Verletzung deiner Seele, die könnte, oder ich frage dich jetzt einfach mal, bist du ein Einzelkind? Nein, ich habe noch Geschwister und ich sollte wohl ein Junge sein, bin aber ein Mädchen geworden. Das ist die Ursache. Jetzt bist du, ich wollte das nicht so direkt sagen, aber der Gedanke, wenn dein Vater denkt, hoffentlich wird es ein Junge, und jetzt bist du ein Mädchen geworden, jetzt hast du deine eigene Familie und plötzlich kommt die Angst, mache ich alles richtig, weil ich hätte ja ein Junge sein sollen, mein Vater hat sich ein Junge gewünscht. Und die Ursache dieser Gedanken und das, was dir heute die Luft nimmt, das hat was damit zu tun mit Verletzungen während den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten. Dort sitzt der Hintergrund von deinem Thema. Hier fehlt die Eigenliebe. Und wenn man hier die Eigenliebe wieder aufbaut, da gibt es auch diese CD über Seelengespräch mit dem Herz. Und natürlich, was ich dir ans Herz legen würde, die Spiegelübung. Das ist heute Abend so, glaube ich, diese allgemeine Übung, die Spiegelübung. Aber diese Übung ist wichtig für verletzte Seelen, wenn man nicht die Eigenliebe hat. Hier könnte ich jetzt noch eine Frage stellen, die du mir ganz spontan mit Ja oder Nein beantworten solltest. Das wäre so meine Frage. Liebst du dich selbst? Nee. Dann hat sich alles andere erübrigt. Und das ist genau das, was dir die Luft nimmt. Mach die Spiegelübung und besorg dir vielleicht die CD Seelengespräch mit dem Herzen. Ja, okay. Und dein Leben wird sich verändern. Vielen herzlichen Dank. Ja, bitte. Danke, danke, danke. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Und ja, auch bitte. An Sanara und Sharon. Viele okay. herzliche Grüße und ich finde eure Sendung ganz toll immer. Danke, liebe Regina. Alles Liebe dir, ja. Ja, danke. Danke, tschüss. Tschüss. Ja, wir haben heute Abend, das ist ganz einartig. Aber es ist immer so, es gibt Situationen, wo, wir sagen dazu, die Seelengruppen, so wie heute Abend, rufen viele Seelen an mit ähnlichen Themen. Ja. Und deshalb, das ist diese Schwingung, wie ich selber auch eingestellt bin, was ich sende, trifft bei diesen Seelen an. Und deshalb kommen auch diese Seelen durch, die fast das ähnliche Thema, genau. Weil das heute für eine bestimmte Seelengruppe einfach so eine Plattform heute Abend ist. Wurde mir auch vorhin ganz deutlich bewusst, denn also irgendwo passt alles. Ja, es passt und es ist ja immer, man sagt dieses morphogenetische Feld. Ja. Und weil wir heute auch hier so diese CDs hergelegt haben, Seelengespräch mit dem Herz, bis nur noch Liebe bleibt, ja. Inneres Kind. Das sind so all diese Themen. Und was natürlich auch ganz interessant ist, ich habe dieses Fingerbuch geschrieben und da haben wir letztes Mal ja schon darüber geredet, dass man alles, was die Seele bedrückt, über die Finger und über die Haut sehen kann. Ja. Und in diesem Buch stecken eben 40 Jahre Erfahrung von mir drin. Und das ist einfach ein gigantisches Buch. Ich weiß, ich habe es ja hier. Und alle meine Schüler, die dieses Buch haben, sind natürlich hellauf begeistert. Ja. Weil man hier wirklich in Sekundenschnelle sehen kann, was bedrückt die Seele, was ist der Hintergrund und vor allem, wie kann ich es auflösen. Genau. Auch das ist in diesem Buch beschrieben. Also für mich war das total phänomenal. Du hast es ja letztes Mal schon mitgebracht, das Buch. Da auch mal drin zu lesen und man ist erstmal im ersten Moment, so ging es mir wenigstens, ja, da möchte man erstmal ausprobieren. Man weiß noch gar nicht was, aber man probiert ja erstmal. Und irgendwann findet man aber auch den richtigen Passus, wo man probieren darf. Ganz sicher. Ja, ganz sicher. Also ich finde es ganz, ganz enorm. Das ist auch ein Arbeitsbuch. Das ist unbedingt, wirklich, ja, unbedingt. Wo man wirklich sagen kann, in diesem Buch, das darf ich mir immer wieder zur Hand nehmen und darf damit arbeiten. Was Finger verraten. Und deine neuen Bücher natürlich auch, als auch jetzt immer halt gerade die CDs, Seelengespräch mit dem Herzen, mit dem Buch zu. Ich muss das einfach mal nochmal zeigen.
Noch sitze ich ja hier, noch sitzen wir hier. Ich halte es nochmal eben in die Kamera, ja. Genau, man kann es jetzt sehen. Hoffe ich mal, dass man es sehen kann, dass man es lesen kann, dass die das Licht nicht ganz so spiegelt. Naja, man sieht schon. Ich denke, das ist auch etwas, was ganz viel reflektiert werden wird, denn das sind Dinge, mit dem Herzen zu sprechen, ist für mich auch eines der wichtigsten mit. Unbedingt, weil alles, wir sagen ja im Schamanismus, die Seele und das Herz sind eins. Ja. Wenn du dich selber nicht liebst und wenn du dein Herz nicht liebst, kannst du keine Liebe senden, dann wirst du auch keine Liebe bekommen. Genau. Das ist wie wenn du ein Glas Rotwein hast, du möchtest Weißwein reinigen, geht es nur dann, wenn du die Verletzungen, den Rotwein raustust, dann kannst du was Neues reintun. Ganz genau. Dann verändert sich und das ist die Liebe im Herzen. Ich finde es auch gerade zum Herzen, nochmal, wir bleiben nochmal beim Herz, es ist ja unser Motor in uns und dem sollten wir ganz besonders viel Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und Dank geben. Unbedingt. Ja, weil auch unser Herz ganz viel anderes steuert, eigentlich alles. Alles, ja. Alles. Alles. Ganz genau. Finde ich ganz toll. Also das ist etwas, wo ich mit Sicherheit mich auch direkt drin vertiefen werde, wo ich doch gerade so schön bei bin mit meinem Herzen, in der Achtsamkeit jeden Tag zu sein. Ja? Lieber Reinhard, du hattest am Anfang gesagt, dass natürlich auch heute eine kleine Verlosung stattfindet. Oder wie habe ich euch das verstehen? Oder wie können wir es durchgeben? Wir haben ja gesagt, dass die ersten 10 Anrufer von mir mein neuestes Buch bekommen. Und mein neuestes Buch ist Seelengespräch mit dem Körper. Ja, das ist dieses Buch hier. Und ich mache jetzt etwas, was ich normalerweise nicht mache. Ich ziehe jetzt einfach irgendeine Nummer aus diesen ersten Anrufern. Ja. Und der erste, den ich ziehe, der bekommt diese CD von mir. Ja. Und die anderen bekommen dieses Buch von mir. Oh, das ist ja toll. Ich halte es mal rein. Das ist Seelengespräch mit dem Herzen. Das ist die CD. Und die würde ich ganz spontan jetzt der Barbara zukommen lassen. Der ersten Barbara, die angerufen hat. Wir haben also, ja zwei Barbaras. Wir haben zwei Barbaras, ganz genau. Die erste genau. Barbara, die bekommt die CD. Und diese CD werde ich jetzt persönlich signieren. Oh, das ist ja ganz was Besonderes. Und die bekommt diese Barbara. Das heißt, wir brauchen natürlich von der Barbara die Adresse. Also sollten auch alle, die angerufen haben, dich kontaktieren. Ja. Die sollten eine E-Mail schreiben. Wir haben den Namen hier. Wir dürfen die Namen nochmal vorlesen. Ja, gerne. Und zwar hat heute angerufen einmal Marion, einmal Olicia, einmal Thomas, die erste Barbara, Annelore, Lucia, Stefan, Erika, Gudrun, Barbara und Regina. Also ich denke, da haben wir heute 11 Anrufe, die durchgekommen sind. Und die erste Barbara bekommt immer halt signiert diese CD, dass man es nochmal sehen kann. Und die anderen bekommen dieses Buch signiert. Und hier ist auch nochmal signiert. Und alle anderen bekommen also dieses Buch signiert. Das finde ich ja ganz, 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 ganz toll. Wenn wir die E-Mails haben, wird meine Agentur Life Emotion wird diese Bücher zusenden und die CD zusenden. Ich zeige nochmal eben halt aus dem Buch. Alle anderen bekommen immer das Buch Seelengespräche mit dem Körper. Und natürlich signiert durch Reinhard Stengel. So, wie findet man jetzt deine Kontaktadresse? Auch das werde ich natürlich noch sagen. Hier ist nochmal das Buch. Ich halte es nochmal währenddessen in die Höhe. Ich hoffe, man kann es mit dem Licht trotzdem sehen. Ein bisschen nach vorne kippen. Weil manchmal blendet es auch ein bisschen. Schauen wir mal. Ich denke, das wird schon richtig sein. Du hast eine Webseite. Wenn man auf meine Webseite geht, www.reinhard-stengel.de. Genau.
Dann kommt man zu mir auf die Webseite, dann erhalte ich diese Mailadresse, die ich dann an meine Agentur weiterleite. Ja. Und die Agentur wird diese Bücher umgehend zusenden. Genau. Also einmal, nee, zehnmal dieses Büchlein und einmal diese wunderbare CD. Was ich vielleicht noch sagen möchte, ich versende jeden Monat einen Newsletter. Ja. In diesem Newsletter schreibe ich immer Themen auf, die mir bei den Vorträgen gestellt werden. Mhm. Und in diesem Newsletter informiere ich natürlich auch über meine Aktivitäten. Wer so einen Newsletter möchte, kann auf meiner Webseite den Newsletter anklicken und wir senden ihm dann regelmäßig diesen Newsletter zu. Finde ich ganz wichtig, dass man also dort auch immer informiert ist über alles, was neu ist. Über alles. Finde ich ganz, und natürlich ganz auch immer über Themen, die die Seele bedrückt, ja, wie ob das jetzt eine Krebsgeschichte ist, ob das Schmerzen sind, egal in welcher Art. Und das wird immer in den Newsletter bearbeitet. Finde ich sehr schön. Da werde ich mich auch gleich erinnern. Brauche ich ja gar nicht, habe ich schon. Finde ich einfach cool. Wunderbar. Reinhard, hast du noch was von deiner Seite, was du jetzt loswerden möchtest? Ja, was ich eigentlich allen Seelen immer wieder gerne sagen würde, wichtig ist, ganz wichtig, dass man sich im Herzen liebt, dass man sich jeden Morgen, wenn man aufwacht, vorm Spiegel begrüßt und sagt, danke mein Herz, dass du da bist. Weil heute ist das Thema Herz eigentlich so ganz wichtig. Und ich glaube, dass die Herzenergie eines der wichtigsten Energien ist. Und es gibt viele Bücher in diesem Bereich und ich selber habe mir gerade im Moment ein neues Buch besorgt, das ich lese über... Darf ich mal da dieses Buch haben? Ja, das ist das Neue, was ich geschrieben habe. Aha. Aber ich lese selber ein Buch gerade über Herz. Es ist für mich so wichtig, diese Aktivierung des Herzens. Und das passt natürlich auch mit meinem Seelengespräch mit dem Herz gut, ja, zusammen. Ja. Und wenn man in der heutigen Zeit sieht, wie viele Menschen überhaupt nicht in der Lage sind, auf ihr Herz zu hören. Und darum kann ich euch auch ein Buch empfehlen, das ich selber gelesen habe, von dem ich begeistert bin. Hm. Das ist diese Herzpunktaktivierung. Ja. Und das ist ein Buch, das mir selber viel Freude macht und mir selber viele Möglichkeiten eröffnet. Ich halte es mal hier rein. Viele Möglichkeiten eröffnet und mir auch den Weg zeigt, dass das ein ganz, ganz wichtiger Weg ist. Ja. Auch dieses Buch ist über den Schirner Verlag zu bekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele eine unglaublich tolle Ergänzung ist, weil alles, was geschieht, alles, jede Unpässlichkeit geschieht aus dem Herzen raus. Ja. Ja. Und wenn wir hier in unserer Mitte sind, sage ich immer, sind wir unantastbar. Und das wünsche ich mir für alle Seelen, dass sie immer in ihrer Mitte, in ihrem Herzen, in ihrer Liebe sind. Ich gebe es nochmal durch, das ist die Herzpunktaktivierung, auch zu erhalten über den Schirner Verlag. Der Schirner Verlag ist ja auch ein Banner hier bei uns geschaltet. Einfach draufklicken und dann dürft ihr es gerne bestellen. Ich werde es jetzt noch lesen, weil es mir heute mitgebracht wurde und ich bin schon ganz, ja, ich sag mal, voller Erwartung. Die Autorin, da möchte ich noch etwas zu sagen, wenn ich darf. Ja, bitte. Cornelia Hempfling. Und Adam Kühl steht hier oben. Jedoch Cornelia Hempfling haben wir heute auch hier sitzen. Sie ist zwar im HG, so wie man so schön sagt, im Hintergrund. Und doch ist sie ganz stark anwesend. Gerade eben halt auch, liebe Cornelia, für dieses Buch, was du jetzt hier, ja, was ich jetzt in deinen Händen, in den Händen halten darf. Ich finde es einfach ganz wichtig. Ich freue mich schon drauf, das zu lesen. Und vielleicht sagst du mal einen Ton. Ja, vielen Dank. Es ist für mich jetzt sehr überraschend gerade, dass ich hier auch zu Wort komme. Das Buch ist deshalb entstanden, weil ich das aus meinem Herzen erzählt habe, was es für eine Wirkung hat, den Herzpunkt im Büro. Mhm. Das war für mich das erste Wichtige, die erste Erfahrung im Business, aber auch im Privaten, in der Wohnung, im Haus zu aktivieren.
Und die zu erfahren, was es für eine Wirkung hat. Die wenigsten Menschen wissen, dass der Herzpunkt in dem Wohnraum eine energetische Wirkung hat, die in unser Leben einfließt, die sogar, wenn man den Herzpunktbereich, also den mittleren Bereich des Wohnraums, energetisch negativ gestaltet hat, dass das bis hin zur Herzschwäche und Herzkrankheiten führen kann. Und von daher ist es aus meiner Sicht einfach ein Anliegen, dass die Menschen gucken, was sie in ihrem Herzpunktbereich haben, diesen in Ordnung bringen, sauber halten, nach Möglichkeit so aktivieren mit einem Kristall, der Energie sendet und empfängt. Mhm. Und ganz wichtig ist, dass man die Dinge, die einem am Herzen liegen, in diesen Herzpunktbereich reingibt, diese Wünsche, die dann ins Leben wie ein Magnet einfließen. Und das wunderbar. Ist eine ganz wunderbare Sache. Ja. Wunderbar. Ich danke dir, liebe Cornelia, für den Beitrag jetzt nochmal. Hier unten drunter steht ja auch noch Herz- und Raumenergien wirksam zum Fließen bringen. Genau. Ja. Positiv. Positiv natürlich, genau. Ja. Mhm. Finde ich ganz toll. Mhm. Ja, lieber Rainer, ich finde es toll, dass du das auch das Buch nochmal angesprochen hast. Ich weiß, dass auch du eben halt, dass es dir sehr am Herzen liegt und dass du auch wirklich, ja, wie mit all deinen Sachen, gerade hier das richtige Buch zum Lesen bekommen hast. Bin ich überzeugt. Ja. Bin ich überzeugt. Finde ich ganz toll. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, ich lese immer wieder Bücher, die mich selbst berühren, wo ich natürlich dann anschließend auch einen Bericht drüber schreibe. Ja. So wie auch für das Prana-Haus, wo ich immer wieder Bücher lese. Es gibt so Bücher wie den Stadtschamanen oder das oder jenes Buch, das mich natürlich selbst auch sehr interessiert, was haben wir da für Möglichkeiten und schreibe dann auch darüber. Aber was mir halt wirklich am Herzen liegt, dass wir Menschen lernen, wieder in unser Herz zu fühlen, in unser Herz zu spüren, auf unsere Seele zu hören. Genau. Das ist mein Anliegen und deshalb finde ich dieses Buch, diese Herzpunktaktivierung sehr, sehr passend dazu. Das ist mit Sicherheit sehr passend. Weil wenn wir in unserer Wohnung mal beachten und in unserem Umfeld, wo wir leben in so einer hektischen Zeit und vergessen uns dabei selber sehr, sehr stark. Ja. Oh ja. Und dazu gehören natürlich auch unsere Mitbewohner auf der Erde, die Tiere. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Oh ja. Und daran liegt mir eben sehr viel. Sonst habe ich mich sehr gefreut über den Abend, dass ich heute hier sein durfte. Es hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Ich kann auch nur sagen, es war einfach wunderschön. War spannend zu hören und auch die Reaktionen. Und mich hat es sehr gefreut und ich freue mich, wenn ich wieder mal hier sein darf und wieder Fragen an die Hörer beantworten darf. Und es war einfach wunderschön. Ich glaube, wir haben es schon überlegt, lieber Reinhard, wenn du auf einem Vortrag hier in der Nähe bist und wir können es ermöglichen, dass wir auch mal uns frei machen dürfen, wären wir sehr, sehr gern mal dabei bei so einem Vortrag und würden also wirklich es auch gerne dann danach mal unseren Hörern näher bringen, durch Interviews etc., durch einzelne eingefangene Stimmen, was es mit einem macht, und das finde ich ganz wichtig. Da wären wir gerne von RRB Lotusblüte, dann vom Radio Lotusblüte gern dabei. Ja. Würde mich freuen. Ja, super. Jo, wir sagen einfach jetzt ein ganz liebes Dankeschön an unsere Zuschauer und an unsere Zuhörer. Schön, dass ihr hier seid und fühlt euch wirklich in jedem, was hier bei uns im RRB Lotusblüte ist, immer wieder bereichert, und zwar insofern bereichert, wie es für euch stimmig ist. Und ich glaube, heute seid ihr ganz, ganz viel bereichert worden, jeder auf seine Art, wie es gerade stimmig ist und wie es richtig ist. Ja. Und wir sagen jetzt von Herzen, unser Schamane Reinhard Stengel, unsere Autorin, muss ich auch nochmal sagen, Cornelia Hempfling, Herzpunktaktivierung nicht zu vergessen. Ja, und ich natürlich im Halt aus dem Sendestudio Ulmen, eure Sanara Angelika, mein Saron, nicht zu vergessen in der Technik. Ohne Technik wird nämlich gar nichts hier laufen. Sagen wir alle vier auf Wiedersehen und winken euch und sagen Tschüss, bye tschüss. Bye. Tschüss. Alles Liebe euch. Tschüss. Tschüss.
Thank you.